So, dann können wir gleich gucken. Daniel, dann kannst du mal gucken, ob das klappt. Habe ich dir geschickt. So, ich hoffe, den hat er jetzt übernommen, sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, wenn ich hier nämlich rausgehe, oh, da kommt die schon. Oh, ich glaube, ich muss jetzt. Scheiße, ich muss rausgehen, Leute. Geht mal bei Twitch rüber. Bin ich. Geht? Okay, wir gehen nach YouTube rüber. Poste mal den Link, Daniel. Ich gehe hier offline, die Fähre kommt schon. So. Ah, bin ich doch? Oh je, oh je, oh je. Okay, Moment, Leute. So. Hat doch nicht ganz funktioniert. Ich dachte, ich hoffe, ihr hört mich. Geht das jetzt, Leute? Ich dachte, er dreht automatisch. Okay, wenn ich gleich wieder drüben bin, muss ich die gleich nochmal drehen. Sorry, Leute. Das war nicht so geplant. So, grüße euch. Moin, moin, Servus und willkommen auf meinem Kanal. Läuft. Siehste, passt ja. Wir müssen gleich nochmal was ausprobieren, aber ich muss eben mit der Fähre rüberfahren. Ich dachte eigentlich, dass sie um 19:40 kommt, aber die ist doch ein bisschen eher da. Heute mal doch eher. Bild und Ton top, alles klar, super. Funkstrecke funktioniert auch, passt. Schade, ich dachte, man könnte, braucht die App nicht drehen. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch so. Könnte ein bisschen wackeln. Dreh das hier nochmal fest. So. Moin, moin, Servus. Siehst du, da seid ihr alle. Jetzt passt alles. Schade, ich dachte, da muss ich nochmal gucken, warum er die nicht dreht. Das ist ja blöd. So, vielleicht kann ich so ein bisschen, dass ihr was sehen könnt. So, siehst du wohl. Seht ihr das, wo ich bin? Ich bin auf der Fähre. Das Schöne, ich kann ja mal alles schön hier so nehmen. Aber ich muss erst mal bezahlen. Warte. Der kommt gleich rum. Boah. Der Caddy rollt, richtig. Hast du schon. Oh moin. Einmal rüber? Ja. Hast 20 Cent dazu? Oh. Jo. Gut. Ich muss beide gefallen. Danke dir. Jo.
Ne? Jo, danke. Einmal mit der Fähre fahren, Fähre fahren, Fähre. Was kostet denn jetzt so eine Fähre hier? 5,20 Euro. Boah, damals habe ich 3 Euro irgendwas bezahlt. Auch schon heftig. Ah, ich wollte noch mal einmal eben was ausprobieren. Ich habe mir hier noch eine Dings runtergeladen. Jetzt wollte ich mal gucken. Ah, warte. Ich muss hier mal eben den Ton ausmachen. Auch schon heftig. Kann ich hier denn den Ton ausmachen? So. Ich will mal gucken, ob der mir hier das ansagt. Muss ich das jetzt noch aktivieren? Stefanie, sagt Hallo an alle und gute Fahrt, Stefanie. Geil, das macht er. Ja, das ist ja krass. Leute, jetzt habe ich auch eine App. Aber wie habe ich das eben gemacht, dass er mir trotzdem das Bild anzeigen konnte? Warte mal, habt ihr es gerade mitgekriegt? Ah, hier. Jetzt kann ich den Chat auch hier lesen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich glaube, der kommt bestimmt nicht hinterher, oder? Muss ich das doch wieder aktivieren? Freeway Woman. Said at Rebecca Dillmann einmal aktualisieren oder die Bildqualität sonst runterschrauben. So. Jasmine Claire. Ja. Was haut der denn da so einen großen Button rauf hier? Ich glaube, das schalten wir mal Mister weg, wa? Tobran. So. Said, Leute, haut alle mal ein Like auf diesen Livestream rein. Rotes Herz. Christian Schmidt. Said, guten Abend. Thomas Müller. Said, Herr Stefan, wohin geht's? Nervt euch das gerade? Aber das ist gut, wenn ich fahre, ne? Said, hallo. Katja Bleckgrose. Said, hallo zusammen. Mr. Tobran. Said, nur 69 Likes. Andreas Busch. Said, natürlich Mr. Tobran. Refi 1337. Said, moin. Markus. Said, ja. Sonja Kopitke. Said, hallo Stefan, Grüße aus Hamburg. Karen Schimmel. Said, moin. Wo geht's hin? Peter Fieck. Said geht's über die Gelbe. Adventure-Bin-Sport. Warte mal, jetzt ich probiere mal eben was aus. Tobran. Wenn ihr schon alle hier seid, dann muss man das auch mal eben ausprobieren. Said, also die Wo-Probleme mit der Verbindung haben, einmal aktualisieren oder Bildqualität runterschrauben. So. Stream läuft nämlich einwandfrei. WUS 3000. Said, guten Abend. André. Ich connecte mich mal auf den Kopfhörer. So, guck mal. Jetzt habe ich euch auf ein Ohr. Perfekt. Grüß euch. Moin, moin. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend hier für mich, so viele Leute im Ohr zu haben hier. Aber es funktioniert echt geil. Ja. Ja, mir geht's gut. Dankeschön, Michael. So, wir fahren. Ab geht's. Oh, Alter, ey, das so viele Leute schreiben jetzt gerade. Ich ab und zu mache ich das ja auf Twitch, ne? Aber das ist heftig hier gerade. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, wir fahren. Warte. Ich mach das mal eben so.
Moin, 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 moin. Willkommen. Moin, moin. Oh, der wackelt aber ganz schön hier. Warte mal, wir können das ja auch... Fabrik kann ich euch noch nicht sagen, was das ist. Das sage ich euch erst ganz zum Schluss. Nicht, dass wir hier wieder... nachher wieder einen Zuschauer haben, der mich wieder heute abfängt hier. Ja, so. Seht ihr das? Jetzt hört der alte Mann auch noch Stimmen. Ja, genau. Da hast du recht. Ich höre so viele Stimmen jetzt gerade auf dem Ohr. Ich kann die Kamera leider jetzt nicht drehen, ne? Schade. Das muss ich noch rausfinden. Ich weiß nicht, warum er die Kamera nicht dreht. Wasserleberwurst, Wasserleberwurst, was liest er mir denn da alles vor, ey? So. Ich fahre jetzt direkt zum Parkplatz hin. Ja, ja, die Kamera wackelt ein bisschen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Holla, holla. Ich glaube, das mit dem Ohr funktioniert gerade nicht. Ich muss erstmal meinen Parkplatz ansteuern. Ich mache das mal wieder aus. Ich bin auf jeden Fall gleich da am Parkplatz. Und dann schalte ich gleich wieder um. Ich hoffe, ich komme auch auf den Parkplatz drauf. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Nikolaus-Schillingstraße. Oh, es geht, oder? Ja, da geigt. Ich glaube, meine Halterung ist gerade kaputt gegangen. Die Schraube oben. Die hat eine Schraube locker, wie der Opa. Oh nee, echt jetzt? Oh, jetzt ist der Parkplatz noch gesperrt. Ich glaub's nicht.
Oh nein, jetzt komme ich nicht auf den Parkplatz rauf. Oh. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wo ich parken kann. Oh, das sieht auch gut aus. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Weiß nicht, ob man hier parken darf. Okay, hier ist auf jeden Fall Parkplatz. So. Okay. Wir sind da. Seid ihr auch noch alle da? Ich muss den Chat hier mal aufmachen. Ein Moment. Bingo Bongo? Ah, perfekt. Siehste, da bin ich. Alles startklar. Gut, ja. Packe ich mal meine Tasche. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht, wo genau ich gleich hingehe. Muss ich gleich noch mal gucken, genau. So. Alles stark klar machen. Alle da. Siehste, passt doch. Gut. Das brauchen wir gleich. Caddy rollt und auch Kaffee dabei. Na klar, Kaffee ist dabei. Ich habe sogar umgebaut, Leute. Das zeige ich euch gleich noch. Ja, aber erstmal machen wir die Location. So. Wie machen wir das denn am besten? Jetzt muss ich eben mein Dings abmachen. Erschreckt euch nicht, wenn ihr jetzt wieder auf Kopf steht. Ich muss das Ding hier eben abschrauben. Und dann muss ich meine Kamera nochmal eben drehen. So, nicht wundern. Ich bin über Kopf. So. Jetzt richtig reinschrauben. Perfekt. So. Jetzt habe ich meinen. Oh, hier, guck mal, das ist perfekt hier. Kann ich euch eben hier hinstellen? So. Oh, das ist ja richtig perfekt. Siehst du wohl. Stelle ich euch mal eben hier hin. So. Verbindung ist auch gut. Top. Mein Handy auch mal eben ranklemmen. Guck mal, ist auch noch 100% aufgeladen. Perfekt. Klappt ja heute mal wieder am Schnürchen, wa? Gut. Siehst du wohl. So wollen wir das. Taschenlampe habe ich auch am Start. Hose noch mal eben hochgezogen hier. Ah. Gut, dass ich mir noch die warme Unterhose angezogen habe, aber nicht von meiner Frau. Kennt ihr noch das Video mit Felix zusammen und Alex? Perfekt. Oh, jetzt muss ich erst mal eben selber gucken, wo ich jetzt hier bin. Ah, siehste. Weil ich musste jetzt so einen kleinen Umweg machen. Wo habe ich denn jetzt geparkt? Hier habe ich geparkt. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier da runtergehen. Ist alles zu. Taschenlampe am Start.
Ach, warte mal, ich mach das mal eben ganz, ich mach das mal eben anders. Ich muss die Funkstrecke sonst. Ah, ist ein bisschen kompliziert hier. So, Kapuze rüber. Dann kann ich das hier wieder machen. Guck mal. Perfekt. Zack. Siehste. So ist auch geil. Ja, ich versuche mal mein Glück. Ich gehe jetzt einfach mal hier so lang. Auto habe ich abgeschossen, oder? Habe ich Auto abgeschossen? Yep, Auto ist abgeschossen. Handbremse angezogen. Ich stehe so ein bisschen auf dem Berg. Oh, ich muss das Ding nur weiter weghalten hier. So. Werbung. Wieso ist denn Werbung jetzt immer? Ich verstehe das nicht. Fügt YouTube Werbung da ein oder was? Ah, siehste, guck mal, Handbremse. Mal eben anziehen. Nicht, dass mein Auto in Kubuktu ist. Oh. Perfekt. Ich glaube, hier muss ich nämlich runter. Ach, da sieht man ja schon was. Oh, ist doch ganz schön kalt. Hohoho. Letztes Mal war das nicht so kalt. Bingo Bongo. Oh, ich glaube, ich freue mich nachher, wenn ich beim Auto wieder bin und einen Kaffee koche. Ah, was ich mal eben ganz kurz schauen. Ehrlich gesagt können wir hier schon mal eben einmal gucken. Auch so ein kleiner Weg. Ich hoffe, hier sind wir richtig. Hier steht auch schon Bauzaun. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Ich war hier tatsächlich vor 4 Jahren bei. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wo das damals reinging. Oh. Oh nein. Wir haben ein kleines Problem. Da oben ist eine Kamera. Achtung, Videoüberwachung. Oh nein, wir kommen hier heute nicht rein. Die sind hier am Umbauen. Hä? Oh, Leute. Scheiße. Die haben das Ding abgerissen. Die Fabrik ist gar nicht mehr da, ein Teil. Oh, jetzt muss ich aber mal... Oh, MP. Danke für deine 4,99 €. Ich muss mal kurz auf meine Mapkarte gucken. Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich. Ich müsste aber... Tatsache! Ey, die haben das Ding abgerissen. Ich glaub's nicht. Ich laufe jetzt genau auf das Gebäude. Ich bin eigentlich im Gebäude. Oh nein, Leute. Was für ein Flop. Die haben es abgerissen. Oh nein, warte. Oh, mein Chat ist gerade weg. Mein Handy hat sich gerade aufgehangen. So, Moment. Ich zeige euch das. Aber YouTube öffnet der gerade nicht. Gerade ein kleines Problem. Sorry, mal eben ganz kurz. So. Ah, jetzt startet YouTube wieder. Oh, nee. Das ist ja doof. Habe ich keinen Empfang oder wieso lädt er das jetzt gerade so schlecht? Einen Moment.
Ich sehe euch gerade nicht. Ich muss den Chat wieder haben. Ah, jetzt habe ich den Chat wieder. So, ich nehme mal meine große Taschenlampe. Moment. Dass ihr das besser sehen könnt. Das ist ja wieder voll blöd gelaufen. Ja, ich stecke da halt nicht hinter, ne? So, guckt euch das an. Es ist einfach mal platt. Das ganze Gebäude ist weg. Es ist einfach weg. Existiert nicht mehr. Hey, was ist das denn, ey? Nein, das ist kein. Warum sollte das Fake sein? Hä? Ist doch kein Fake. Leute, das Ding ist abgerissen. Das ist platt. Das gibt's nicht mehr. Und das andere Gebäude haben sie eingerüstet. Das ist ja jetzt echt mega scheiße. Und hier haben sie gerade neuen Rollsplit drauf gemacht. Aber wenn wir Glück haben, wenn wir ganz viel Glück haben, ist hier tatsächlich noch ein Gebäude. Und ich glaube, das ist das Gebäude, was ich heute eigentlich mit euch anschauen wollte. Aber ich gehe davon stark aus, dass sie das auch demnächst abreißen wollen. Guck mal, hier ist noch der Fahrstuhl. Von der Fabrik. Also der Teil steht noch. Warum sollte das ein Fake sein, Leute? Meinst ich stelle hier so ein Dings hin? Ih, was haben die da denn gemacht? Die Tür haben sie ja zugemacht. Guck mal, die haben alles mit Silikon dicht gemacht. Schrauben haben die reingemacht. Kommt gerade ein Auto. Ja, ich glaube, wir haben keine Chance hier. Ah. Hier liegt noch ein Feuerlöscher von 2011. Hier haben sie zugemauert. Das war damals aber auch schon so gewesen. Das waren hier die Lager. Hier Lager war das alles. Hier sind die LKWs reingefahren, glaube ich, damals. Puh. Boah, ist doch ganz schön kalt. So ein Dach. Wir müssen aufpassen hier. Ich weiß nicht, ob das Gebäude auch noch dazu gehört. Aber ihr seht da vorne, ja, da ist es auch schon. Wir machen mal eben ganz kurz die andere Ansicht. Ich gehe mal in die Ansicht, da ist sie etwas besser. Oh, hier. Dong. Dong. Dann fahr doch mal zu der Geistervilla an der Schleuse. Weißt du, wie weit das jetzt weg ist? Nein, nein. Wir gucken erstmal hier. Erstmal ganz ruhig bleiben. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Hier haben sie auf jeden Fall Platten vorgemacht. Guck mal, wie hoch das Gebäude ist. Sieht schon geil aus, ne? Hier haben sie auch Platten vorgemacht. Kommst du auch nicht mehr rein? Oh. Leute, habe ich doch gesagt, ey. Immer ganz ruhig bleiben hier. Hier haben wir auf jeden Fall was gefunden. Aber ich würde erstmal gehe ich mal hier noch gucken. Ist natürlich ein scheiß Eingang da bei den Glasscherben.
ist auch noch eine Tür. Wir haben sie auch dicht geschweißt. Zugeschweißt. Dicht geschweißt. Zugeschweißt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Halle dazugehört. Ich weiß nur das Gebäude, aber das kenne ich jetzt gar nicht, das Gebäude. Guck mal, hier geht noch so eine Art Brücke. Da haben sie auch schon die Leiter weggemacht. Ja, schon geil aus, ne? Wieso ist denn da so viel Werbung, Leute? Sorry, ich muss da nochmal nachgucken. Ich kann es euch nicht sagen, sonst müsst ihr euch YouTube Premium holen, ne? Hier, guck mal, hier steht ein Einkaufskorb. Lol. Ja, da oben ist auf jeden Fall auch noch ein Fenster auf, aber da kommen wir nicht rein. Da kann ich nicht raufklettern. Was soll das denn sein? Wollte hier noch jemand schwimmen gehen oder was? Oh, hier. Ach, eine alte Heizung. Kommen wir auch nicht. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zur Straße vorne. Oh, hier. Guck mal. Oh, hier, da. Seht ihr das? Da waren die Kabeldiebe wieder unterwegs. Aber das ist nur der Heizungsschacht. Der Heizungskeller. Ich glaube, da kommen wir bestimmt nicht weiter. So, ich mach mal eben kurz Taschenlampe wieder aus. Ah, ist auch echt blöd hier. Muss echt aufpassen, dass hier. Kann nicht so viel rumleuchten. Haben wir ganz schnell geguckt. Ich leuchte ab und zu mal eben, wenn ich was vermute. Da könnte man auch hochklettern, aber ist alles ein bisschen zu gefährlich jetzt. Ist auch alles zu. Hä? Moment mal, Leute. Ich glaube, ich habe einen Eingang gefunden. Ich habe einen Eingang gefunden. Nee. Oh, hier ist eine Holzplatte. Nee, schade. Kommt gerade ein Auto. Der parkt da auch. Okay, gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, ich gehe mal eben ein bisschen weg hier. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sie müssen schon vorsichtig sein. Boah. Ja. Wer das denn jetzt schon wieder ist? Keine Ahnung. Guck mal, hier haben sie auch gesagt. Die haben hier alles zugemauert. Alles zugemauert. Hier auch. Das ist aber, sieht echt neu aus hier.
Weiß jetzt nicht, ob das Security ist. Deswegen ist es ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier so rumleuchte. Wir haben auf jeden Fall zwei Eingänge. Aber ich würde sagen, ich gehe mal eben einmal um den Pudding und gucken mal eben, wer das ist da. Ich will hier kein Risiko eingehen. Boah, Mensch, eine Kletteraktion heute hier. So, da bin ich. Hi Stefan, was war denn für eine Fabrik? Ja, das sage ich euch später. Echt, ist so viel Färbung da. Ich verstehe das gar nicht. Ich muss da nochmal nachgucken. Irgendwas hat YouTube da neu eingeführt. Kann ich nicht sagen, aber hey Leute, die Werbung, damit unterstützt ihr mich ja, ne? Und wenn, dann müsst ihr vielleicht mal YouTube Premium holen. Ich gehe jetzt einfach mal eben einmal umzu. Das Gebäude ist schon geil. Aber ich weiß nicht, das andere Gebäude, da, das kenne ich nicht, das Gebäude. Ich kenne nur das hier vorne, da wo die Fensterscheibe eingeschlagen war. Das ist halt Risiko. Ich weiß es nicht, ob ich da auch reingehen kann. Benjamin, du warst da auch schon hier gewesen, ne? Guten Abend, ich bin Security. Was machen Sie da? Ja, dann komm doch her, wenn du Security bist. Immer diese Kasperköppe hier wieder. Aber die haben echt, die ganz große Halle haben die abgerissen. Das ist nur eine Frage der Zeit, dass sie hinten die Fabrik auch noch abreißen. War ja ganz gut, dass wir heute noch hierher gefahren sind. Oder ich, dass ich heute hierher gefahren bin. Vielleicht hat mich die Videokamera da. Hier, seht ihr das Grüne da am Leuchten da? Warte, Moment. Wieso sieht man das jetzt nicht? Muss ich noch weiter hier? Hier seht ihr das Grüne? Warte mal. Ah, ich muss eben. Moment. So, da seht ihr das Grüne am Leuchten? Vielleicht hat das jetzt auch gerade ausgelöst. Und das ist wirklich Security hier jetzt da vorne. Das kann ich euch nicht sagen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal eben ganz geschickt hier um Pudding. Kann auch mal eben gucken, was mein Caddy sagt. Hallo Caddy. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier lost ist. Sieht auch interessant aus, das Gebäude. Achso, okay, da vorne ist wieder ein Auto. Das ist echt eine gute Frage, Leute. Weiß jemand, wo ich bin? Kann ja mal eine 5 in den Chat posten. Boah, es ist aber echt kalt. Da wieder Videokamera. Da. Also bitte heute kein Zuschauerprank hier, ne? Vom Prank haben wir alle die Schnauze voll. Ja. Die haben mir letztens alle die Ohren voll gejuckelt. Aber das ist blöd. Warte mal, ich mach mal die so schön Weitwinkel. Ist ein bisschen dunkler, ne? Aber es geht. Oh, guck mal, Handy ist sogar jetzt mal auf 100% aufgeladen. Ich kann noch ein bisschen Licht drauf geben. Aber ich denke mal, das ist gut so, ne? Einer weiß, wo ich bin. Okay. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Aber ich glaube, das ist bestimmt in Benutzung hier, das Gebäude. Aber schau mal. Ich lasse nicht locker. Wir gucken mal, ob das Auto da hinten noch steht. Ich gehe jetzt hier einmal um Pudding. Ich würde einmal noch ganz kurz eben die Kamera putzen.
Moment, ich putze erstmal in meine Nase. Moment. Ah, so. Jetzt mache ich hier nochmal eben putzi, putzi, putzi. Ah, schon besser. Ja. Das ist auf jeden Fall nur ein LKW, der vorne steht. Und das Auto steht da hinten immer noch. Okay, das kann ich von hier sehen. Weiß nicht, ob ihr das auch eben gesehen habt. Da hinter dem LKW, da hinten. Jetzt hat er Licht ausgemacht. Warte mal. Ich habe wieder so eine Vermutung, ne? Mach mal Lichthupe. Das ist bestimmt wieder ein Zuschauer, oder? Mach mal Lichthupe. Lichthupe. Ein bisschen Verzögerung. Warte mal. Oder sind die ausgestiegen? Nee, die sitzen da im Auto noch. Boah, hätte ich mal meinen Kaffee fertig gemacht. Steht auf jeden Fall immer noch da. Das ist doof. Das ist sehr doof. Ja, das ist sehr doof. Oh, man kann echt keinen Livestream mehr machen. Das ist echt verrückt. Leute, das ist echt verrückt. Man kann echt keinen Livestream mehr machen. Man kann keinen Livestream mehr machen. Immer mit der Gefahr, dass hier Zuschauer mich besuchen und wir nicht mal schön genießen können, ein Lost Place von innen anzugucken. Hab ehrlich gesagt jetzt auch überhaupt keinen Bock, mich hier erwischen zu lassen. Vielleicht sollte ich mir doch mal meinen Kaffee kochen. Bleibt mir ja gerade nichts anderes übrig. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Oh. Schleich dich doch ran an die, ja. Was soll ich mich da, hinschleichen? Ey Leute, diesmal aber, es ist wirklich ohne Scheiß, es ist kein Prank, was heute geplant ist oder sonst irgendwas. Das können immer Zuschauer sein, die wissen, wo ich bin. Fährt auch schon so langsam. Hält an. Und jetzt? Oh Mann. Okay, fährt weiter. Oh, das ist echt zum Kotzen, oder? Mann, Leute. Das ist wirklich zum Kotzen. Egal, wo du hingehst. Vielleicht ist das auch so ein Knutschplatz, weil, wisst ihr, das ist so ein Wendeplatz. Vielleicht hier nochmal zum Abschied. Dann kann ich mal meine Tasche mal eben ordentlich machen. So. Oh, das ist viel besser. Gurt bohrte sich so im Rücken rein. Koch mal einen Kaffee und warte ab. Ja, würde ich sagen, oder? Wir kochen eben Kaffee. Und dann checken wir nochmal die Lage. Können natürlich auch Urbexer sein, die jetzt da sind. Und das Einzige, was ich nicht gerne machen würde, ist das Fenster, was ihr gesehen habt, was kaputt war. Weil das Gebäude kenne ich nämlich nicht. Ich kenne nur nämlich das andere Gebäude und da war halt nichts offen jetzt. Und ich glaube nämlich, dass das noch ein aktives Gebäude ist. Und das ist auch sehr schwierig, da wieder, falls was passieren sollte, dass ich da wieder so schnell rauskomme. Weil ihr habt gesehen, das Fenster waren überall noch das Glas dran, ne? Und da könnte man sich echt mega verletzen dran. In der Ruhe liegt die Kraft, ja. Alles cool, ne? Kann mich schön unterhalten, kann ein bisschen weiter weggehen und ihr hört mich immer noch, ne?
Ja, ich sehe das Auto noch, aber ich habe ja eben schon gesagt, die sollen mal Lichthupe machen. Vielleicht sind das ja wirklich welche. Ja. Wir gehen mal Kaffee kochen. Jetzt ist mir auch warm. Wenn man so ein bisschen sich rumschleicht hier. Vielleicht müssen die noch ein bisschen knutschen. Wie lange dauert so eine Knutscherei? Ich muss auf jeden Fall das andere Gebäude. Ich weiß nicht, ob das aktiv ist. Das ist das Problem. Naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja gleich wirklich noch Glück. Und Werbung. Ist schon wieder Werbung. Leute, ich kann es euch nicht sagen, warum da Werbung immer kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich schaue nächstes Mal nach. Okay, Leute? Ich verstehe das nicht. YouTube macht immer neue Sachen. Vielleicht kann ich mich gleich mal eben im Dashboard einloggen. Dann gucke ich mal nach, was da los ist. Oder Moderator, könnt ihr da vielleicht mal nachgucken, was da los ist? Vielleicht so ein Männertreffen und gleich bekommst du einen Arschbohrer. Ja, hoffe ich nicht. Arschbohrer brauche ich nicht. Ich habe eine Frau zu Hause. Brauche ich keinen Arschbohrer. Dann kommt auch schon wieder ein Auto angeschlichen. Hier ist wieder was los, ey. Ich habe jetzt auch hier auf der anderen Seite, oder habe ich hier irgendwo noch eine Location, wo wir noch hinfahren könnten? Habe ich gar nicht. Ja, so ist das. Kommt schon wieder so ein weißes Auto. Da steht noch ein Auto. Hä? Der fährt weg. Kommt noch ein Auto. Hä, wieso kommt... Hä? Ich glaube, du hast wahrscheinlich recht hier mit dem Männertreff. Das ist ein begehrter Ort hier. So. Dann zeige ich euch mal meine neue Kaffeebar, die ich hier gemacht habe. Oh. Schon merkwürdig gerade, sehr, sehr merkwürdig. Kann ich euch so hinstellen? Warte mal, ich guck mal eben selber. So. Geht das so für euch? Ich nehme mal mein Handy. Na, komm raus. Komm raus. Noch ein bisschen drehen, ne? Warte mal. So. Jetzt schreien hier auch noch welche rum. Was ist denn da los? Da schreien gerade Kinder. Das wohl, ach so, da ist wohl irgendwie eine Veranstaltung, wa? Die werden jetzt gerade alle abgeholt. Da kommt noch ein Auto angefahren. Ist es der von eben? Hä, der hält auch an. Was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Hä? Mach mal das Licht eben aus. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht.
Wieso hält der denn jetzt da vorne? Auch so sehr komisch hält er da gerade. Das soll eventuell noch ein Haus in der Nähe sein. Kennen die aber nicht. Eventuell ist die was. Hat bei Telegram Koordinaten geschickt. Ah, ich weiß, welches du meinst. Aber das ist ein bisschen weiter weg von hier. Das ist Richtung zum Bunker hin. Naja, ich bin ja hier öffentlich, also ich kann hier filmen. So. Ich hoffe, ihr seht alles. Zeige ich euch mal, was ich hier neu. Warte mal, ich lasse die Tasche mal da. Zeige ich euch mal, was ich hier Neues gebaut habe. So, und zwar habe ich hier meine Kaffeebar gebaut. Ihr wisst doch, ich habe das früher hier immer in der Box drin gehabt, meine Senseo-Kaffeemaschine. Jetzt habe ich alles hier oben extra so einen Kasten gebaut. Hier unten habe ich meinen Wasserkanister, die Powerstation habe ich hier unten. Hier extra schön Mülleimer und ja, meine Senseo-Kaffeebecher habe ich am Start. Alles, was man für Kaffee braucht, auch hier noch zum, falls ich dann hier koche, habe ich hier noch Öl und Pfeffer und Salz. Ist eine Minute. Ja, okay. Können wir ja gleich mal gucken. Jetzt hupt er noch. Ey, was? Das? Jetzt fährt er weiter. Also ist schon sehr merkwürdig. Okay, er hat auf jeden Fall nicht hierher geguckt. Das ist ja schon sehr, 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 sehr komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee. Dann gehen wir da hinten nochmal gucken, ob das Auto da noch steht. Jetzt mal meine Powerstation anmachen. Auf jeden Fall alles schön handlich habe ich das jetzt. Alles schön. Hier, kann mein Wasserkanister rausholen. Seht ihr das? Jetzt mein... Noch ein Auto. Schön Wasserkanister, den ich mir noch angeschafft habe. Ah, das ist schon geil. Das ist schon geil. Sieht gut aus. Ja. Aber alles ein bisschen merkwürdig. Ach, muss ich ja noch Wechselrichter anmachen. So. Genau, zeige euch das nochmal. Hier unten habe ich meinen Wasserkanister, den habt ihr ja im Video gesehen. Ich finde den so genial mit dem Wasserhahn. Selbst meine Mutter hatte das im Video gesehen, die hat auch gesagt, der ist genial. So, hier habe ich jetzt fest meine Power Station. Da muss ich mal den Wechselrichter anmachen, dass ich hier Kaffee kochen kann. Und ja, Kühlschrank. Oh, guck mal, da ist jetzt auch gerade noch was drin. Das wollte ich eigentlich heute noch essen. Aber das nehme ich für morgen für die Tour noch mit. Genau, Kaffee. Und Leute, ich habe es nicht vergessen. Ich bin diesmal gut versorgt. Ich habe hier tatsächlich diesmal Milch und Kaffeeweißer geholt, weil ich doch letztes Mal immer kein Kaffeeweißer habe. Guck mal, ich habe da noch Zucker, ich habe noch, wenn mir der Kaffee mal ausgehen sollte, habe ich hier noch diese Krönung Instant-Kaffee. Ja, ich bin immer gut vorbereitet. Ja, so ist das. So muckt das. Und ich habe sogar hier, habe ich mir extra noch eine Flasche. Guck mal, kann ich mir noch Kaffee abfüllen für gleich. Und dann habe ich noch ein bisschen was zu trinken für unterwegs. Jetzt kommt noch ein Auto hier vorbeigefahren. Das ist ein Luxus, war hier meine Kaffeebar am Caddy. So muttert. Alle gucken sie blöd. Was macht der da? Ah, jetzt gibt es aber frische Milch hier.
Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Kaffee, wer möchte, frisch. Oh, was ist das wieder für eine dämliche Verpackung hier? Ah, ich dachte, ich reiße hier schon wieder alles raus. Oh, das war ein Schuss. Hohoho. Hab mein Besteck hier oben alles schön griffbereit. Stefan, kauf bei Netto ein. Stefan kauft bei Netto ein. Ja, ich kaufe unter anderem beim Netto, ich kaufe auch beim Lidl, ich kaufe auch bei Edeka. Ich kaufe eigentlich fast beim jeden Einkaufscenter ein. Wenn man ja auch viel um die Gegend fährt, ne? Ich glaube, ich habe schon alles durch. Kaufland, Edeka, alles. Gibt es Stuttgart was Interessantes? Gibt es in Stuttgart was Interessantes? Schon wieder Werbung. Leute, ich gucke da jetzt mal rein. Ich weiß nicht. Achso, haben die Modis das eben schon geschrieben? Könnt ihr da irgendwie was entdecken? Ist da irgendwas am Busch? Prost, Leute. Mein erster, nee, mein Quatsch, mein heute Morgen zwei, heute Nachmittag, mein vierter Kaffee, nee, fünfter Kaffee, mein vierter Kaffee heute. Prost. Ah, tut das gut, ja. Ich bin gleich gespannt, ob das Auto da noch steht. Ich gucke auf jeden Fall, Benjamin, ich gucke bei dir gleich nochmal nach, falls das Auto da noch stehen, falls das Auto da noch, gleich noch steht. Ich gehe da gleich mal hin. Ich guck mal. Ich mach mal einen auf Luki Luki, auf ganz doof. Mmh. Oh, tut das gut, wa? Können wir jetzt glatt noch hier was zu essen machen? Oder soll ich mir eine Pizza hier bestellen? Warte mal, habe ich nicht noch irgendwie was zu essen? 20. Oh, hier, guck mal. Mmh. Guck mal, die habe ich auch von Netto. Geh doch zu Netto. Hier, gibt's jetzt schön noch Milchröllchen dazu, das passt doch zum Kaffee. Oh, die riechen ja gut. Hier schön im Kaffee eintunken. Au. Oh. Mm. Oh ja. Mm. 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 Lecker, lecker, lecker. Mm. 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 Die Werbung ist immer unverschämter. Können nichts ändern bezüglich Werbung. Ja. Okay, ich guck mal eben rein. Ich hoffe, dass ich da jetzt reinkomme. Aber wollt ihr mich nicht ein bisschen unterstützen mit Werbung? Muss ich mir echt noch so einen Partner suchen hier? Vielleicht Krönung, vielleicht sponsern die mir meinen Livestream. Das wäre noch toll. Ich guck mal eben, ob ich da reinkomme. So. YouTube Studio. Schon echt merkwürdig. Livestream. Livestream. Klicke ich mal rauf. Ne, ich habe hier tatsächlich keine Einstellung. Doch, hier. Ah, Leute, das ist aber neu. Seid ihr damit einverstanden? Alle 30 Minuten Werbung, seid ihr damit einverstanden? Da unterstützt ihr mich damit, oder? Seid ihr doch mit einverstanden, oder? Ich fahre ja auch hierher, ich trinke Kaffee. Das gibt's ja nicht umsonst. Ein bisschen muss ich auch. Frag doch mal für einen Kaffeesponsor. Ja, meinte ich ja gerade, ne? Stefan, nichts ging um Unterstützung, aber andauernd Werbung geht gar nicht. Aber ey, Leute, wenn ihr Fernsehen guckt, ist doch auch Werbung. Ey, ist doch überall heutzutage Werbung. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Also ein bisschen müsst ihr mich da auch ein bisschen unterstützen, oder nicht? Also wirklich, meine Videos sind auch mit Werbung. Aber 30 Minuten müsste doch ausreichen, oder Leute? Ey, komm. Also, alle Minute eine Werbung, schon als Premium. Aber jede Minute kann nicht sein. Also ich habe das jetzt auf 30 Minuten gestellt. Und ich denke mal, das muss in Ordnung sein. Hatte jetzt nur einmal Werbung gehabt. Ich verstehe das nicht, wenn bei euch alle 5 Minuten Werbung ist. Das verstehe ich wirklich nicht. Aber wegen jenem Kram jetzt sich immer aufzuregen, finde ich mittlerweile schon ein bisschen blöd auch, ne? Also ich habe es jetzt auf 30 Minuten eingestellt. So, und ich denke mal, das ist fair. Dafür, dass ich ja auch hier euch unterhalte und mich selber. Genau, im TV kommt viel mehr Werbung. Und überall kommt Werbung, auch wenn ihr YouTube, also wenn ihr kein Premium habt. Ich habe mir zum Beispiel selber auch Premium geholt. Weil mich ging die, in letzter Zeit habe ich mal so viel YouTube geguckt und dann ging mir das auch auf den Sack. Und da habe ich mir ein Premium einfach geholt. Soll nächstes Jahr noch teurer werden, aber ja. Aber nicht alle 10 Minuten. Du, ich habe es jetzt auf 30 Minuten gestellt. Haben auch viele schon geschrieben, damit seid ihr einverstanden. Daniel, mein Moderator, schreibt gerade, wer über TV schaut, bekommt generell mehr Werbung eingeblendet. Als über PC und Smartphone. Das kann natürlich auch sein, ne? Also da habe ich eben halt keine Hand drüber. Ich kann euch nur sagen, ich habe gerade nachgeguckt, alle 30 Minuten. Guck mal, einige schreiben sogar, ich habe null Werbung. Also ist schon ein bisschen komisch, oder? Wir lassen das jetzt einfach mal so. Ist okay. Alles gut, Stefan. Manchmal nimmt halt Überhand. Alle 30 Minuten, denke ich, ist kann man schon mit leben. Ja, finde ich auch, oder? Ah. Lach mich jetzt noch tot, wenn jetzt noch ein Krankenwagen oder Feuerwehr. Da fährt einer gerade ganz schnell. Ist hier eine Rettungswache? Nee. Nee, sah jetzt aus. Boah, der hat aber Affenzahn drauf hier. Hä, das war doch der gleiche von eben. Schon merkwürdig. Schon merkwürdig. Ich wäre ja eigentlich heute auch mit Blitze unterwegs gewesen, aber der konnte heute leider nicht. Aber das können wir ja dann noch einen anderen müssen, muss ja nicht alles. Auf jeden Fall, ich hab wieder ein paar Location, die wir im Livestream abklappern können. Und Benjamin hatte mir gerade noch eine geschickt. Ich gucke da jetzt noch mal eben rein. Finde ich halt, für diese Siedlung finde ich das ein bisschen ungewöhnlich, dass hier so viele die Autos so auch ganz langsam langfahren. Ich glaube, der muss seinen Auspuff mal reparieren. Der klappert ja auch schon aus allen Nähten. Oh, ich guck da mal eben, Benjamin. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Kann man da so zu Fuß hingehen? Ach, was? Echt? 6 Minuten von hier? Ach, ich weiß, welche das ist. Natürlich, hier bin ich ja schon. Warte mal. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Location, wo ich mit Luca war. Ich bin mir da nicht 100%... Ja, klar. Ja, das ist die Location, wo ich mit Luca war. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Da hat doch die Garage. Ey, da können wir tatsächlich mal eben hingehen. Das können wir machen. Jo, schnell Kaffee ausgetrunken. Da können wir mal eben hingehen.
Aber ich würde sagen, wir machen erstmal den Weg da oben wieder zum Wagen hin. Ich will mal gucken, ob der da noch steht. Ah, warte mal. Ich nehme mir Kaffee mit. Ich nehme mal Kaffee mit. Muss ich nochmal eben einmal sauber machen. Da hält wirklich jemand an hier so. Haben Sie für mich auch mal einen Kaffee? Was kostet bei Ihnen ein Kaffee? 1,99. So, den Rest Kaffee nehmen wir noch mit hier. Bist du heute die ganze Nacht auf Streife? Nee, so lange kann ich heute nicht, weil ich morgen tatsächlich noch auf Tour fahre. Bis Dienstag oder Mittwoch. Siehst du wohl. Guck mal. Einen schönen leckeren Kaffee mitgenommen hier. So. Noch einmal die Hände waschen. Geben dann so vom Kaffee. Die Hälfte daneben gekappt. Ja, die lecke ich gleich vom Boden auf. Kaffee wird ja hier nicht verschwendet. Ja, Opa halt. Opa trifft nicht mehr. Mein Gott, das war so ein kleiner Fitzel, der daneben gegangen ist. Ob du das besser hingekriegt hättest? Mein Gott. Kann sich auch wegen allen anstellen. Wechselrichter aus. Auch immer was zum Meckern, ne? So, Achtung, ich drehe euch eben wieder um. Ich muss jetzt noch mal gucken, was meine Akkus hier so sagen. Aber sieht sehr gut aus. Könnt die Funkstrecke aber noch mal eben anschließen. Liegt dir die Funkstrecke gar nicht auf? Doch. So. Okay, und weiter geht's. Teil 2. Ah, ich glaube, da treffen sich gerade wirklich welche. Ich muss gerade noch mal eben einmal was gucken. Kann ich den Chat jetzt mal ein bisschen lesen. Warum wackelt das Auto? Von den anderen jetzt, oder? Da ist doch jemand. Geht die Uhrzeit da oben eigentlich richtig? Ist das 8:45? Ja, Tatsache, 2040. Ich dachte, es wäre schon später. Was sagt ihr? Meinst du, ob das Auto da wieder steht? Schreibt mal ja oder nein. Was vermutet ihr? Wird das Auto stehen oder sind die weggefahren? Ich meine, das sieht auch voll interessant aus hier, das Gebäude. Aber da haben die auch schon überall Platten vorgemacht.
Wohin geht die Tour? In den Süden. Oh, die meisten schreiben ja. Oh, danke. Übrigens kriege ich das hier nicht mit. Ich muss da noch mal gucken, wie ich das einblenden kann. Ich habe leider mein Overlay. Ich kann das noch mal versuchen. Ich mache noch mal YouTubes Alertbox an. Aber das kommt so monstergroß. Also wundert euch nicht. Sollte das gleich so sein, dann beschwert euch noch mal in den Chat. Danke für die Kanalmitgliedschaft auf jeden Fall an allen Leuten. Und das Auto steht da immer noch. Okay, ich gehe jetzt aber hier mal lang. Das steht immer noch da. Und da hinten sehe ich gerade Licht. Da leuchtet jemand rum. Okay. Jetzt muss ich echt aufpassen. Seht ihr das Licht da rechts? Muss mal ein bisschen leise sein. Ich glaube, der LKW-Fahrer, der schläft, glaube ich, hier. Ach, der guckt noch Fernsehen. Könnte noch spannend werden hier, wa? Ja, noch bin ich auf der öffentlichen Straße, ne? Also keine Angst. Ach, okay, hat sich aufgeklärt. Das ist das Wohnhaus da hinten. Alles da, das kommt nicht vom Gebäude. Da, das ist nur die. Nee, das ist die Laterne von der Straße da hinten. Aber die scheinen da immer noch drinnen zu sitzen. Schon ein bisschen merkwürdig. Oh, hat gerade geknallt da hinten. Pass auf dich auf, ja klar. Immer. Gerade mal rein, da gucken die auch Livestream. Nee. Also hier ist auf jeden Fall eine aktive Fabrik. Also ich glaube, das wird echt schwierig. Ich glaube, in das Gebäude gehe ich auf keinen Fall rein. Wir sind alle am Arbeiten heute. Schon ein bisschen gruselig, ne? Guck mal hier. Kommt man da auch rein? Da geht es aber nicht weiter. Da unten ist auch schon zugemacht. Hier, erstmal schön Reifen entsorgen, ne? Braucht noch jemand 4 Reifen? Ich glaube, das werde ich aber mal am Tag machen. Aber da werde ich nicht reinkriechen. Der Einkaufskorb ist so geil. Was ist das denn? Kann man da eine Dose reinstellen? Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Hä? Was ist das denn für ein Kram? Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ist das für Opa? Kaffeehalter oder was?
Kann ich da meinen Kaffeebecher reinstellen? Warte mal. Nee, passt nicht. Scheiße. Jetzt habe ich meinen Kaffee rausgeholt. Ich blöd, Mann. Moment, ich muss euch mal eben hinstellen. Oh, danke schön. Ronny, für die 2 Franken. Danke schön. Für den Kaffee. Danke schön. Also es geht ja um dieses Gebäude hier. Das Gebäude hier, ne? Da wollte ich rein. Aber das ist ein aktives Gebäude. Da gehe ich nicht rein. Da muss ich mich erst mal schlau machen. Hier wäre natürlich auch eine coole Sache, hier reinzukommen. Sieht schon geil aus. Da hängen irgendwelche Beutel. Achso, das ist ein Silo. Da sind Schläuche oben dran. Aber wenn die, dann wären die jetzt schon eigentlich hinterhergekommen vom Auto. Da kommt keiner. Boah, meine Nase läuft. Aber hier ist ja auch nichts abgesperrt, ne? Mal jetzt auch dazu gesagt. Man kann hier so hin. Ich finde das so krass, das Gebäude. Ist bestimmt geil, da drinnen mal rumzugehen da. Ich würde da so gerne reingehen. Schade, dass das hier zu ist. Aber das dauert ja immer ein bisschen und dann ist das wieder, irgendeine Platte ist wieder ab und dann kann man da reingehen. Ist aber auch schon länger zugemacht worden hier. Hier extra noch eine Platte rangeschraubt. Ach, die haben da auch was davor gestellt, siehst du? Guck mal, da kommst du gar nicht rein. Hier, Info. Hier ist die Info. Hat die Info noch auf? Hallo? Info? Na, die hat schon geschlossen. Ich glaube, das ist auch nur eine Lagerhalle. Ich glaube, das wird auch nicht spektakulär sein, aber das ist mir halt ein bisschen zu gefährlich hier mit den Glasscheiben. Und falls da nachher doch einer drinnen sein sollte, ich habe keinen Bock, mich hier zu verletzen, deswegen lasse ich das sein. Das ist auch echt ein bisschen blöd mit dem Stativ. Und wie gesagt, ich weiß nicht, dieses Gebäude kenne ich hier nicht. Die Feuerleiter, ja, die haben ja unten die Dings da. Welche Feuerleiter meintest du? Ich kann noch mal gucken. Hast du hier eine Feuerleiter gesehen? Da ist die Feuerleiter. Da, hast recht. Aber da komme ich nicht hoch. Guck mal, wo die Feuerleiter erst anfängt. Da habe ich auch keine Chance. Ui. Siehst du das? Da ist die Feuerleiter. Da habe ich auch keine Chance hochzukommen. Da hätte ich heute einen Zenshi trinken müssen, dass ich da hochspringen kann. Nee, da habe ich keine Chance, hier hochzuklettern. Tut mir leid. Das ist nichts. Das ist mal nichts. Was schreibt ihr denn? Keine gelben Fliesen. Doch, Tubran, hast du die nicht gesehen? Hey, komm, ich zeig dir mal eben die gelben Fliesen. Hast du die nicht gesehen? So Tomaten auf deinen Augen? Komm her, ich zeig dir nochmal die gelben Fliesen. Oh. Oder waren da keine gelben Fliesen? Nee, ich hab Tomaten auf den Augen. Weiße Fliesen. Nee, keine gelben Fliesen. Ich meinte, das wären... Doch, unten, guck mal, unten sind gelbe Fliesen. Siehst du, ich hab recht gehabt. Können wir uns einigen? Einmal gelbe und einmal weiße Fliesen. Oh. Also echt keine Chance hier, ne?
keine Leiter im Caddy. Hallo, ich laufe doch jetzt hier nicht mit der Leiter rum. Und was muss ich denn für eine Leiter haben? Das sind ja mal eben, guck mal, von hier unten bis da oben hin, das sind mal locker 4 Meter. Meinen Sie, haben eine 4 Meter Leiter mit dabei? Überleg doch mal, 4 Meter Leiter. Nein, sowas habe ich nicht dabei. Ich schlepp doch hier keine Leiter her und gehe. Und nachher ist die Leiter weg und dann komme ich nicht mehr raus. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das geht ja gar nicht. Ich habe noch was gesehen. Moment. Hier ist noch eine Platte. Achso, nee, die hängt da nur so schräg davor. Ja, schade. Schade. Ist auch ein gewaltiges Gebäude. Guck mal, und hier war die Halle. Hier war die Halle dran. Und die haben sie jetzt abgerissen. Deswegen haben die das hier zugemauert. Das haben die jetzt auch gerade erst neu gemacht hier alles. Da haben die eine neue Tür eingebaut. Deswegen, das wird hier auf jeden Fall noch benutzt, das Gebäude. Oh, Loch. Oh, Mensch, was sehe ich denn hier? Das Problem hier sind auch Wohnhäuser. Ich darf hier nicht mehr so wild rumleuchten. Aber wir können hier mal einmal kurz lang gehen. Komm, was ist denn hier? Oh, hier kann man auch noch. Oh, was ist das denn hier? Oh. Hier kann man ja auch mal lang gehen, wa? Ja. Das war es dann aber auch schon. Da ist auch noch eine Tür, die ist aber zu. Und das ist arschglatt hier. Muss echt aufpassen. Ja, da brauche ich gar nicht lang gehen. Guck mal, alles mit Dorn. Ja, aber ich glaube, dann bin ich schon auf dem Firmengelände. Was noch aktiv ist, das lassen wir mal sein. Das wäre jetzt halt noch cool gewesen, wenn jetzt hier noch eine Tür wäre, ne? Ja, schade. Aber ich lasse nicht locker. Vielleicht haben wir dann irgendwann noch mal Glück, hier reinzukommen. Oder ich bin das nächste Mal hier und dann ist das Gebäude gar nicht mehr da. Ist aber echt schon gewaltig, das Gebäude. Ist ein Hammerklopper. Warte mal, ich mache mal Weitwinkel. Könnt ihr das besser sehen? Ich hole mal die große Taschenlampe raus. So. So. Oh. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Das ist der Schornstein. Ich habe mich gerade erschrocken. So, da könnt ihr das mal sehen. Da geht auch sogar noch eine Treppe, aber da kommst du auch nicht rauf, ey. Ja, jetzt sieht das auch jeder, dass ich hier bin. Ja, schade, echt super schade, ne? Da ist sogar die Tür offen. Da oben ist die Tür offen. Wie krass ist das denn? Was? Und da kommen wir nicht hin. Oder ich. Da, seht ihr das? Da ist die Tür offen. Oh Mann. Schade. Tja. Alter. Nee, rotes Licht sollte ich vermeiden. Wenn ihr sagt, hier ist Männertreff. Oh, grün ist besser. Oh, schade. Oder blau. Nee, grün. Warte mal. Grün ist besser. Sieht dann aus wie die... Ich passe mich hier im Bauwatch an. Die Überwachungskamera. Ja, schade. Schade. Ich glaube, hier hätten wir mehr Chancen gehabt, wenn die Tür auf gewesen wäre. Das wäre halt cool gewesen. Aber da muss ich euch leider enttäuschen. Die haben sie
so dicht geklebt mit hier mit Nutella oder Silikon. Und von innen haben sie die verschraubt und von außen. Schade. Ja, krieg ich nicht auf. Nee. Aufbrechen will ich auch nicht. Nur wenn die Tür jetzt so aufgeht, dann würde ich reingehen. Gut, wir gehen mal hier wieder lang. Es wäre geil, wenn man über einen Fahrstuhlschacht noch darüber kommen würde. Hier so über die Brücke laufen. Das wäre noch geil. Ja, so machen das Urbexer. Alles so schön ausleuchten. Guck mal, hier ist schon jemand lang gegangen. Ah nee, das war ja ich. Oh, guck mal. Hier liegt ein Hase. Oh nein. Oh, der Arme. Oh mein Gott. Es wäre geil, wenn man durch einen Gullischacht hier reinkommen könnte. So, was schreibt ihr denn so alle? Hubi, ja, Hubi wäre geil, ne? Hubi, der Lange. Der hätte mich hoch, der braucht mir keine Räuberleiter machen, der hat mich da hochgeschmissen. Oben an die Feuerleiter. So ein Katapult, so. Bam! Aber das Auto ist weg, oder? Ja, das Auto ist weg. Muss echt aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo reinfall. Mal trotzdem Licht an. Ja, das Auto ist weg. Tatsache. Nee. Hä? Oh, jetzt steht noch ein anderes Auto da. Aber ich gucke hier noch mal ganz kurz. Ah, schade. Schade, schade, schade. Da wäre ein Loch gewesen. Schade. Hier haben sie auch schon rumgekugelt, ne? Da komme ich nicht durch, oder? Was sagt ihr? Ich glaube, da habe ich keine Chance. Rip Hasi, ja, genau. Hasi ist tot. Ah, da stehen welche. Jetzt kann ich da wieder nicht lang gehen. Hä? Das ist doof. Oh, 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 Leute! Alter! Das wär's jetzt gewesen hier. Oh, ich habe hier voll den Abgang gemacht. Boah, ich bin hier runtergefallen. Junge, 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 Junge. Immer Taschenlampe an. Ich habe doch eine Kopflampe mit, warum mache ich die nicht an? Ja, okay, wir haben hier keine Chance. Schade. Ich hätte euch das ganz gerne von drinnen gezeigt. Ich war übrigens vor vier Jahren, war ich glaube ich schon mal hier. Vier? Ja, ich glaube 4 Jahre ist das schon her. Hier, da ist noch eine Feuerleiter. Kommt's auch nicht rauf. Und da war das damals auch schon zu. Mensch, es sieht aber geil aus, das Gebäude. Boah, ich würde da so gerne rein. Mensch, so eine Scheiße. Ich mach mal eben kurz meine andere Taschenlampe. Oh, meine andere Taschenlampe. Ich will jetzt hier nicht mit der dicken Taschenlampe hier rumleuchten. So, da. Wo habe ich meinen Diffuser hingeschmissen? Oh nein, jetzt ist mein Diffuser weg oder was? Schön aufpassen, ja. Oh, seht ihr das, wie groß das ist? Aber ist kein Ton drauf, oder? Seht ihr das, diese Einblendung? Oh, hier schon wieder. Ich bin nur am Stolpern. Ja, Leute, sagt nochmal Winke, Winke zum Gebäude. Übrigens war das eine Wollkämmerei. Ich wollte es extra nicht sagen, weil die Leute, die wieder wissen, wo ich bin.
sag bye bye. Und wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Auto. Und dann gehen wir mal zu der anderen Location noch hin. Hier wieder eine Stolperfalle. Erstmal Nase putzen. Bah. Meine Fresse. Das finde ich auf jeden Fall schon sehr interessant. Das muss ja irgendwann jetzt vor kurzem passiert sein. Jetzt muss ich echt gleich mal gucken, wo ich überhaupt langlaufen muss. Zu der anderen Location. Es brennt überall Licht. Oh, DJ Moritz, Dankeschön, hat mich abonniert. Seht ihr das auch, Leute? Wird das eingeblendet? Ah ja, Tatsache. Oh, warum hat er jetzt den Ding gemacht? Irgendwas will er jetzt hier von mir. Speicher ist voll. Nee, das wollen wir jetzt ja nicht hier. Okay, ihr habt es auf jeden Fall auch gesehen. Gut. Ich muss jetzt in meinem gucken, wo ich lang gehe. Ah, seht ihr? Okay, ich muss das nächste Mal. Ich habe das irgendwie zu groß eingebunden. Ich dachte, das wäre ein bisschen kleiner. Unten rechts in der Ecke. Gut, ich mache mal eben kurz Navi an. Ich muss mal einmal checken, wo wir jetzt lang gehen müssen. Ich weiß so ungefähr die Richtung, aber ich würde ganz gerne da nochmal an diesem Gebäude lang laufen. Und dann gucke ich mal eben, wo ich bin. Da bin ich, das heißt, ich muss an dem Gebäude lang. Da brauche ich dann nur da hoch. Achso, okay. Ich gehe einfach mal. Ist mir wieder schön warm. Was fliegt denn hier an meiner Kamera rum? So ein Fussel. Hau ab. So. Tudu, tudu. Tudu, tudu. Oha, oh, ist das groß. Lisa Schulz, danke fürs Abonnieren, dankeschön. Aber ein Ton kommt nicht, ne? Boah, ich bin viel zu laut. Ah, ich könnte ja mal einen Schluck Kaffee trinken. Oh, Alexander, dankeschön fürs Abonnieren. Bingo Bongo. Leute, ich brauche erstmal einen Zaubertrank. Ich würde noch mal eben ganz schnell einen Schluck Kaffee nehmen. Dafür habe ich den ja extra gekocht. Das ist ein bisschen blöd wegen dem Licht so. Ach, ich bin ja auch ein Dussel, ne? Kann mich doch eben hier hinsetzen. So, mal einen Schluck Kaffee. Nee, kein Ton. Ah, das ist gut. Brauchen wir auch nicht. Prost. Hm. Ah, der ist schon warm. Das ist gut. Jetzt fährt da einer weg. Stefan, mit welcher Cam streamst du? Ich mit Handy. Huawei. Warmer Kaffee, gönn dir. Ja, ist aber nur Kaffee, kein Gönnergy. Ich hab Ton. Nee, ich meine die Alert, die aufgeblendet wird, wenn mich jemand abonniert oder hier was spendet oder so. Prost, danke André. Welche Moodies haben wir eigentlich am Start heute? André, Daniel habe ich schon gesehen. Ich glaube, Urbex 2 war auch am Start, ne? Und Nancy Leinchen sind heute hier am Start. Puh.
Also gerade schon wieder ein Auto lang gefahren. Jetzt steht er da vorne wieder an der Ecke. Also es ist echt wirklich sehr komisch gerade hier. Ich gehe mal weiter. Ich muss zwischendurch mal eben auf den Navi gucken. Ah, da fährt er. Alle so am Schleichen, guckt mich gerade an. Das ist echt sehr komisch. So. Boah, eieiei. Sieht auch schon irgendwie lost aus. Guck mal, der dreht da auch um. Also das ist wirklich hier eine Sau. Komische Gegend. Warum fahren hier? Ich habe irgendwie so ein bisschen gerade das schlechte Gewissen. Ich möchte ganz gerne noch mal eben einmal zur Kreuzung gehen. Ich möchte noch mal einmal bei meinem Auto gucken. Oh, mir zwickt da was. Sieht ja auch alles so lost aus. Hier ist bestimmt noch ein Gebäude lost. So. Okay, also der ist weitergefahren. Gut. Aber was mich gerade hier so ein bisschen stutzig macht, ich hole mal meine Taschenlampe raus. Plopp. Hört ihr das eigentlich auch? Plopp. Nee. Aber das hier vorne macht mich ein bisschen stutzig. Guck mal, wahrscheinlich haben wir hier drüben noch ein Lost Place. Ah, das sieht aber ein bisschen blöd aus, da hinzukommen. Da steht ein Container. So. Ne. Die sind da auch schon welche lang gegangen, oder? Ah, das ist echt ein bisschen blöd, da lang zu gehen. Das könnte eine Grube oder ein, keine Ahnung, ein Graben sein und dann weg bin ich das. Und da steht sogar noch ein Wohnwagen. Lost Place Wohnwagen. Hm. Boah, siehst du? Alles mit Dorn hier. Schade, dass Jack nicht dabei ist. Jack und meine Lieblingsleidenschaft, Dorn. Es müsste noch regnen. Ach, hier. Siehst du? Steht auch schon ein Bauzaun. Hä? So ein bisschen ist das doch lost, oder? Hä? Guck mal. Steht noch ein altes Fahrzeug. Waschmann Industriemontage. Das könnte ja auch echt lost sein, ne? Da steht auch noch ein Auto. Haben wir hier tatsächlich noch ein Lost Place? Da stehen mehrere Autos. Hm, ich weiß nicht so. Ah, ja, okay. Hm, hier wohnt jemand. Mhm. Da steht noch ein Trailer, da steht noch ein Auto. Ah, okay. Hat sich erledigt. Da oben steht ein Schild. Autokosmetik, also da wohnt noch jemand. Okay, gut, dass ich noch mal eben nachgeschaut habe. Sieht aber echt geil aus hier. Hier bin ich letztes Mal auch lang gefahren. Wisst ihr noch, wo ich bei diesem ganz großen U-Boot-Bunker war? Da bin ich auch mal hier lang gefahren und da habe ich gesagt, ich wollte hier noch mal auch noch ein bisschen erkunden. Siehst du? Heute haben wir mal die Möglichkeit, aber hier wohnen tatsächlich noch welche. Hier ist noch eine Klingel, hier steht noch ein Schild mit einem Namen drauf. Oh, hier, guck mal, Postbulli, wie geil, oder? Das ist ja geil. Steht auch wieder was mit Autodienst, Reifendienst. Ah, okay, ist hier alles. Autoindustrie, Autos. Oh, Mensch, hab ich mich erschrocken. Da plätschert das Wasser gerade. Und hier,
Guck mal, hier kann man echt mal lang gehen, ne? Ja. Jetzt muss ich gleich mal im Navi wieder anmachen. Gucken, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh ne, auch bitte jetzt keine Autos, ja? Es sind ja zwei Autos gerade. Ah. Ey, gib mir jetzt nicht auf die Ömmel hier. Ich weiß, wo ich bin. Das ist wirklich die Location, wo ich und Luca waren. Ja, oder? Warte mal. Wisst ihr das noch, wo ich mit Luca mal war? Wo wir in der Garage das Licht gesehen haben? Ja, das ist hier. Ich werd verrückt. Das ist die Location. Bingo Bongo. Puh. Da bin ich ja mal gespannt. Aber da wollte ich ja noch ein Video zu drehen. Da wollte ich ja am Tag noch mal her. Das habe ich ja auch schon mit Luca abgemacht. Aber wir können trotzdem mal gucken. Vielleicht ist da ja wieder Licht an. Ich bin mal gespannt. Vielleicht guckt Luca auch gerade zu. Grüße dich, Luca. Keine Angst, ich gehe da nicht. Ich gehe nur gucken. Käffchen, Bingo. Käffchen, Fragezeichen? Oh ja. Ha, das ist aber ein Zufall, dass ich gerade hier bin. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich gehe auf jeden Fall auf die Parkseite gleich rüber. War das letztes Mal auch schon so beleuchtet hier? Ich frage nochmal den Chat. Wisst ihr, wo ich mit Luca, das war vor kurzem, ich glaube vor einem Monat oder so, da hatte ich das Video mit Luca gehabt. Hier, guck mal, könnt ihr euch noch daran erinnern? Hier sind Luca und ich lang gegangen, hier diese Poiler, die hier stehen. Und da war doch in der Garage das Licht an. Wer hat das Video gesehen? Mal eine 1 in den Chat. 1 in den Chat. Hier bin ich. Diesmal ist aber alles beleuchtet. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Oh, hier sind wir reingegangen. Moment, ich schalte um. Hier sind wir damals reingegangen. Hier, den Weg sind wir lang gegangen. Und der war auch mega unheimlich. Und jetzt bin ich alleine hier. Krass. Ja, habt ihr alle gesehen, ne? Ja. Genau, hier sind die Bahnschienen. Ich bin so gespannt. Genau, hier ist nämlich der Park. Ich gehe jetzt einfach mal durch den Park. Schild will ich jetzt nicht gerade filmen. Deswegen auch, ja, das ist echt so eine ganz komische Siedlung ist das hier. Ich habe auch ein bisschen Angst um meinen Caddy. Da hinten ist die Garage. Der Park ist aber, nee, war der Park, doch, der Park war letztes Mal auch beleuchtet. Genau, das weiß ich noch. Aber die Lampe war auch letztes Mal aus. Hier. Hier würde ich auch nachts nicht allein durch den Park gehen. Hilfe. Das ist echt ein gruseliger Ort. Guck mal, da geht es noch weiter rein in den Park. Also wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht... wir gehen nur zur Garage. Ich gehe nicht zum Haus hin, weil ich das für meinen Kanal auch noch filmen möchte. Und ich habe das super versprochen. Das habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass es hier um die Ecke war. So, ich packe mal meine Taschenlampe eben ein. Jetzt kommen wir wieder vorne zur Hauptstraße. Der Weg sieht gut aus, ja, hier ist gut. Hier ist noch gut.
So, und da vorne ist die Garage. Da vorne ist die Garage. Ist der Park abgeschlossen? Jetzt kommen wir zu diesem Tor. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich damals auch gefilmt. Darf das Schild nicht zeigen? Genau, das habe. Nee, ist auf. Oh, sah ihm aus wie zu. Ja, wäre auch ein bisschen blöd, glaube ich. Oh, jetzt ist hier aber so viel Verkehr los. Ja. Tja. Das ist ja krass. So, wir sind hier, aber leider sind so viele. Hä? Hä, das ist auch neu. Hä? Hä? Was ist hier denn passiert? Hä? Hier ist jetzt ein Gitter am Tor. Und da sind Bäume gefällt worden. Jetzt kommt gerade zu viel. Hier ist das Tor. Das Tor ist auf jeden Fall auch auf. Aber da ist ein Schloss. Er kommt gerade zu viel. Ich mache meine Taschenlampe parat. Oh, jetzt kommen hier so viele Autos gerade. Scheiße. Ich glaube, ich habe hier keine Chance. Ich glaube, wenn mich das nicht täusche, ist sogar auch Schichtwechsel. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ah, Mist. Was machen wir denn jetzt? Oh, wisst ihr was? Da vorne ist die Garage. Ach, das ist da, ist der Zaun abgetrennt. Ja, jetzt kommen so viele Autos. Mann! Ja. Oh, jetzt kommen wieder zwei von vorne. Okay, ich gehe mal eben weg hier. Da kommen zwei von vorne. Lauf mal eben über die Straße. Boah. Ist einfach viel zu viel Verkehr hier gerade. Ist aber interessant. Warum ist denn hier so viel los? Am Sonntag. Ist ja eine gute Frage. Die anderen beiden gehen jetzt auch. Oh, jetzt will ich mal gucken, was die beiden machen. Ich bleib mal hier ganz kurz stehen. Okay, die gehen aber. Die gehen. Nee, der guckt auch. Der steht beim Tor. Jetzt gehen sie weiter. Ah, die standen aber auch immer am Tor. Sehr, sehr merkwürdig gerade. Ich weiß nicht, könnt ihr die. Ich halte die Kamera mal eben so dahin. Aber da gehen sie beide, ne? Ja, da gehen sie. Okay. Wo gehen die lang? Da gehen die beiden. Seht ihr das rechts da? Als würde es hier so viel los. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Das war wie letztes Mal, wo ich mit Luca hier war. Das war so gruselig hier.
Ich finde das schon wieder zum Lachen. Ey. Okay, jetzt steht er da vorne an der Ecke. Tu mal eben so, ob ich den mir die Nase putze. Ich schwenke mal gerade die Kamera rum. Das Problem ist, hier sind so viele Autos. Ich würde ja einmal ein bisschen reingehen und zur Garage leuchten. Hier muss ich auf jeden Fall am Tag nochmal her. Genau, immer am Zaun entlang, bis das Loch kommt. Genau, was Jack auch immer sagt, ne? Kann es sein, dass dich dein Pech immer noch verfolgt? Wieso Pech? Weil hier gerade so viele Autos sind. Ja, damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet, dass hier so viele Autos langfahren. Ich mache schon mal die Taschenlampe stark klar. Wir müssen auch gucken, wie viel Akku habe ich hier noch? 100%? 100%? Ah, sauber. Das ist richtig cool. Ist für Sonntag eigentlich sehr unnormal. Ich würde vermuten, dass sie hier wahrscheinlich in Schichtwechsel haben. Das könnte natürlich angehen. Kommt schon wieder ein Auto. Ist unmöglich da. Da kommen auch gerade wieder zwei Mädchen lang. Aber wisst ihr noch, wo Luca und ich weggegangen sind, war das Tor zu. Naja gut, das ist jetzt auch schon, ich glaube, das ist jetzt wieder ein Monat her, wo wir hier waren, glaube ich, ne? 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 Mein neues Wort, ne? Ja, die beiden Mädels stehen da jetzt auch gerade an der Kreuzung. Ich verstecke mich einfach mal hinterm Baum. Gucken, was sie machen. Und jetzt zeige ich euch mal eben ganz kurz, warum das immer alles so in den Videos ist, ja. Jetzt seid ihr mal live dabei. Und zwar, ich schalte jetzt mal um. Guck mal. Jetzt seht ihr das. Da vorne ist das Tor. Ja. Und seht ihr die Lampe jetzt da? Und das ist immer das. Okay, die beiden Mädels kommen da gerade lang. Moment. Aber die gehen weiter. Na, wo sind sie? Da sind sie. Hier jetzt auch nicht filmen. Obwohl, da gehen sie, genau. Ich lasse sie mal eben vorbeilaufen. Und genau das ist immer, was nachts immer so ein bisschen gefährlich ist. Und immer, wie soll man sagen, was dann einen irre führt, ne? Weil das Licht kommt jetzt nicht vom Haus oder nicht von der Garage, sondern von dem Park, wo ich gerade durchgelaufen bin. Ich finde es auch schon ganz schön gruselig hier, weil wegen dem Licht, wegen dem orangen Licht hier, das hat so eine ganz komischen, ja, so Feeling. Ja, das ist wie in so einem Horrorfilm oder wo ich damals mit Felix war bei diesem Horrorhotel. Ja, aber ihr seht, es kommt andauernd ein Auto. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter.
Oh nein, Polizei, Polizei. Oh, nee. Was, wie letztes Mal? Habt ihr es doch gesehen? Oh, ich bin doch ein Pechvogel. Jetzt fährt die Polizei auch noch hier lang. Ich glaub's nicht. Oh, ist sie jetzt da umgedreht? Ist sie jetzt irgendwo reingefahren? Oh, nee. Ich warte mal eben kurz. Hier ist noch eine Bank. Mal gucken, ob die umdrehen. Ich weiß nicht, ob die mich noch gesehen haben. Ich lach mich tot, ey. Ich lach mich tot. Heute wieder Action hier, oder? Ich tue so, ob ich einfach hierher gefahren bin, um Kaffee zu trinken. Ich finde das wieder so lustig. Bin ich noch da vom Ton? Ja, gut. Ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee. Ich warte noch mal ganz kurz. Die sind letztes Mal hier nämlich auch lang gefahren, wo Luca und ich da vorne geparkt haben. Und dann sind die hier 2-3 Mal lang gefahren. Vielleicht, die drehen ja bestimmt auch hier Runden hier. Nee. Nee. Aber ich glaube, wir haben heute keine Chance da. Ich gehe da gleich so lang. Das ist mir scheißegal, ob da ein Auto kommt oder so. Ich gehe da ganz kurz rein, leuchte die Garage an. Ich zeige euch die und dann gehe ich wieder runter, okay? Weil, wie gesagt, ich will das mit Luca nochmal filmen. Das machen wir am Tag. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Villa. Raus, du? Nee. Sieht so aus, ne? Ist die Kälte. Die Polizei, die dreht ihre Runden, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das immer spannend. Ich bin so ein Nachtmensch. Ich kann mich gar nicht auf die Bank setzen. Die ist so glitschig und nass. Das ist echt ein Horrorhaus hier. Das ist wirklich Horrorhaus. Wie das Horrorhotel, wo ich mit Felix war. Original. Orangene Straßenbeleuchtung. Auch die Straße, die hier so lang geht. Wald. Genau wie das Horrorhotel. Wie spät haben wir das eigentlich? Oh, ist ja schon 9:30. Stefan, zack, pau. Lass dich nicht erwischen. Nee, nee, nee. Hier. Da, da fährt sie wieder. Oh ja, okay. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Hm. Die waren aber schneller unterwegs. Das sieht so aus, als ob die einen Einsatz haben. Das heißt ja, wir haben Spielraum, ne? Ich guck mal, vorsichtshalber noch an der Scheibe. Oh, hier, Polizei hier, da, der fährt ohne Licht. Typisch, ne? Dann, wenn man die Polizei braucht, ne? Ist gerade einer ohne Licht hier vorbeigefahren. Wieso hat er denn kein Licht an? Vorne und hinten nicht. Hä, der hält auch an? Was hält er denn an? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist alles sehr komisch hier. Sehr, 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 sehr komisch. Ich kann es euch sagen. Luca und ich hatten hier auch ein ganz... Da kommt wieder Polizei. Nee. Wir hatten letztes Mal auch hier so ein scheiß Gefühl gehabt. Jetzt kommt wieder ein Auto ganz schnell angefahren. Der ist gerade umgedreht. Der hatte mich jetzt gerade angeguckt. Warum guckt? Ist das Zivilpolizei? Der hält jetzt an.
fährt rechts rein. Leute, ich sag's euch, ich hab hier echt ganz komisches Gefühl. Ich habe hier ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich würde das tatsächlich ein andermal machen. Ja, die suchen jemanden. Ja, wahrscheinlich mich. Weil ich hier wieder so komisch rumlaufe. Das war wie bei dem anderen Video, wo ich am Deich rumspaziert bin abends und so mit der Taschenlampe rumgeleuchtet habe und so. Da hat die Polizei mich ja auch, wo ich noch schlafen wollte, wo ich meine Spaghetti Bolognese gegessen habe. Vielleicht fährt er jetzt noch einmal um Pudding. Mein Kaffee ist auf jeden Fall aus. Alle? Aus. Alter, ich bin schon so vergackert, ey. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Der BMW-Fahrer... Oh, was ist das jetzt gerade? Der BMW-Fahrer ist jetzt zweimal vorbeigefahren. Der ist hier ganz langsam lang gefahren, hatte mich die ganze Zeit angeguckt, ist da hinten umgedreht und ist hier eben wieder vorbeigefahren. Auch, hat mich angeguckt. Aber ich mache ja nichts. Ich darf mich ja frei bewegen. Ich mache ja nichts. Auch echt eine scheiß Gegend hier. Ich mag die Gegend nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der wieder herkommt. Ich würde es nicht riskieren. Oder was sagt ihr, Leute? Zuschauer, was denn? Wenn du ein komisches Gefühl hast, dann lass es lieber. Ja, Zivilpolizei, könnte echt Zivilpolizei sein. Ich würde wirklich jetzt einen Abflug machen zum Caddy. Das hat ja so keinen Sinn. Ich habe jetzt echt keinen Bock, hier Ärger zu kriegen. Nur wegen so einer blöden Garage da. Jetzt kommt wieder einer. Oh, hier, der. Oh, Alter. Ja, aber auf den Zahn drauf. So. Der fährt auch ganz langsam. Oh, mein Hosenstall ist die ganze Zeit auf. Vielleicht hat er deswegen so komisch geguckt. Sollte ich doch mal eben zum Männertreffen gehen da vorne, wa? Alter. Das sind heute meine Hauptwörter. Alter, ne? Was habe ich noch gesagt heute? Kaffee, oder? Was ist der Favorit heute? Oh, scheiße, ich hab das Film. Okay, ich muss echt aufpassen jetzt hier. Da dreht auch schon wieder einer um. Jesus, Maria doch mal. Okay, der hat mich nicht angeguckt. Der ist einfach nur so. Ja, ich muss jetzt leider den Boden filmen. Ich würde mich jetzt auf die andere Straßenseite gleich schwingen. Und so kann ich wenigstens mal eben ganz kurz den Chat lesen. Sieht auch geil aus mit dem Schatten gerade. Ist auch schon. Das hier alleine ist ja auch schon gruselig. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Friedhof. Boah. Da hat es aber jemand gut gemeint hier. Was ist hier denn? Ah ja. Ach, da ist eine Gedenktafel. Ne? Ja. Ach so, hier eine Gedenktafel da. Da auch. Wo bin ich jetzt hier gelandet?
Oh, okay. Ich gehe wieder runter. Ulala, ulala. Polizeiruf 110. Ja, ich spiele hier gerade Großstadtrevier. Mit Jan Feddern. Jo, Muckdad, mein Junge hier, ne? Jo, gehen wir mal die Treppen runter hier. So, Bingo Bongo. Dann wechseln wir mal die Straße. So. So, Muckdad. Und hier ist auch schon wieder so ein Zaun. Das sieht auch schon wieder so lost aus. Was? Maus und Disco-Schloss davor. Zugewuchert der Weg. Sieht auch irgendwie nach einem Lost Place aus. Siehst du? Müssen wir demnächst auch nochmal erkunden, was da ist. Aber jetzt muss ich echt aufpassen. Jetzt gehe ich den ganzen Weg wieder zurück. Es kommen einfach so viele Autos jetzt hier vorbei. Und? Guck mal, wieder Polizei. Oh nein. Okay, ich lasse es, Leute. Ich lasse es. Ich lasse es einfach. Habt ihr gesehen? Ich kann ja jetzt nicht so hinfüllen, weil hier ein Straßenschild ist. Ich will ja die Location nicht verraten. Habt ihr es gesehen? Wieder ein Streifenwagen. Ich glaube, die haben mich auf dem Schirm. Die haben mich echt auf dem Schirm. Ich kann mit euch wetten, die drehen da hinten. Oder die gucken auch meinen Livestream. Die gucken ganz safe meinen Livestream. Ganz safe. Die wollen mich bestimmt pranken. Die Polizei will mich heute pranken. Leute. Jetzt kommt der Fahrer noch auf der anderen Seite. Oh, jetzt sieht es aber gerade ganz gut aus. So, ich gehe jetzt hier am Zaun entlang, bis das Loch kommt. Und da ist es auch kaputt. Oh nein. Jetzt kommen wieder Leute hinter mir. Na, ich krieg das heute nicht geschissen. Sorry, Leute, ich krieg's heute nicht geschissen. Ich gehe jetzt einfach rein hier. So. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich warte eben, bis die anderen vorbei sind. Ich mache jetzt kein Licht an. Hä? What the fuck? What the fuck? Was ist hier denn? Ey! Die Garage ist auf. Das ist aber merkwürdig. Das ist mega merkwürdig. Ich kann jetzt gerade kein Licht machen. Ich glaube, die anderen beiden gehen da jetzt lang, oder? Ja, ihr habt es gesehen, ne? Guck mal, hier wurde extra eine neue Platte ran. Ja, gut, ich gehe wieder runter. Das muss ich Luca sagen. Das muss ich Luca sagen. Das ist hier so komisch. Jetzt muss ich ihn gucken. Auto kommt da nicht. Kommt auch kein Auto. So. So. Meine Fresse. Das muss ich Luca gleich erzählen. Wir haben es geschafft. Ey, ich war in der Garage. Ich war in der Garage. Leute, Bingo Bongo. Ja, von wegen, ich bin Schisser. Und die Garage war zu und da war Licht drin an. Und die ist jetzt auf, seht ihr? Und so ist das immer auf Location. Mal auf, mal zu. Sehr kurios, die Geschichte hier. Sehr kurios. Die Geschichte muss ich weiter angehen.
Und man müsste jetzt noch weiter reingehen. Da hinten ist eine Villa. Aber das schaffe ich heute nicht. Und alleine gehe ich da bestimmt nicht heute hin. Ich glaube, das mache ich mal mit Blitzi zusammen. Obwohl, Blitzi ist auch so ein Schisser. Blitzi ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen. Aber auch Respekt und Angst. Hä? Achso, nee, das war vom Hochhaus drüben. Ja. Wie gesagt, ich will ja mit Luca nochmal hingehen und mir die Villa nochmal am Tag angucken. Aber die Garage, merkwürdig, warum die da bei uns geschlossen war und Licht an war. Da muss ein Obdachloser drin geschlafen haben. Hundertprozentig. Aber warum ist sie jetzt auf? Ja, vielleicht sucht er sich einen anderen Schlafplatz, ne? Obwohl, ist ja richtig geil, die Garage. Muss ja irgendwas vorgefallen sein. Du bist ja richtig mutig, lol. Ja, ihr kennt mich doch schon ein bisschen länger. Ist ja nicht so, dass ich, ne? Bin ja schon öfters mal alleine auf Location-Dings gewesen. Ja. Schnell mal zum Caddy wieder hin. Kaffee ist alle. Aber ihr habt ja gesehen, wie viele Autos vorbeifahren und ich habe euch gezeigt, ja, diese Lichter waren das. Die haben wir immer die ganze Zeit gesehen. Und da macht man sich natürlich immer ganz vielen Reim draus. War das jetzt die Garage? War das ja auch so ein oranges, oder nee, die sind weiß, ne? Die sind so kaltweiß. Echt verblüffend. Verblüffend. So. Hier ist glatt. Aber dreimal, oder wie oft ist die Polizei jetzt vorbeigefahren? Drei, viermal, glaube ich, ne? Viermal? Habt ihr ja gesehen. Und das war bei Luca und mir war das letztes Mal nicht so. Da kam nur einmal ein Streifenwagen vorbei und ich glaube zurück, also zweimal. Aber diesmal waren ja schon mehrmals dran vorbeigefahren. Boah, Alter, ich bin voll verdattert, ey. Boah, und hier, da sind wir mal reingerannt. Aber die Villa will ich mal um. Da will ich unbedingt noch mal hin. Ich glaube, Benjamin, warst du da eigentlich auch im Haus drin? In der Villa? Viermal, ne? Daniel sagt dreimal. Ich meinte aber auch viermal. Einmal hin, dann sitzt sie zurück. Bei der Parkbank wieder. Der ist dann ja abgebogen bei der Kreuzung ganz schnell. Wo ich gesagt hatte, Einsatz. Und dann gerade der hinter dem Bus hinterher gefahren sind. Also viermal. Viermal Streifenwagen. Was? Läuft hier. Ich guck mal eben, was die Funkstrecke sagt. Hier ist doch alles aufgeladen. Oh, das ist ja richtig cool hier mit dem Akku. Beide Handys 100%. Boah, ich könnte hier noch 4-5 Stunden Livestream machen. Bingo Bongo. Boah, ich bin auch ein bisschen außer Atem. Ja, ich muss nur eben abwarten, dass da keine Autos langfahren. Weil wegen so einem Scheiß, guck mal, jetzt hätten die Polizei mich erwischt oder so. Und dann kriegst du nachher eine Anzeige reingebügelt. Wegen so einer scheiß Garage, wegen so einer scheiß Garage. Obwohl die mir ja keine, die Polizei kann ja selber mir keine Anzeige ausstellen. Aber den können wir einen Platzverweis geben. Und ja, wenn die alles aufschreiben, können sie den Besitzer auswendig machen und dann kriege ich vielleicht eine Anzeige. Aber das Ding ist ja schon seit Jahren. Das ist. Die haben da ja selbst schon Bäume gefällt. Ich denke mal, das hat die Stadt gemacht, weil die Gefahr war, dass sie Äste und Bäume auf die Kreuzungen schlagen. Und ich glaube, das da vorne war ja schon abgezäunt. Ich glaube, das gehörte gar nicht mehr zu dem Haus dazu. Ja. Ich wechsle mal eben die Kamera wieder. Ich muss es eben ein bisschen anders. So. Eieiei. Halt spannend, ne? Ne? Also heute sind die Hauptwörter, ne? Ne? Was habe ich noch? Ne? Kaffee und Alter. Aber das hat man so. Irgendwie, weiß ich nicht. Puh. Das sieht auch nicht so gesund aus. Moin zusammen. Atemlos. Durch die Nacht, genau. Ich gehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher gern gemacht. Was soll das?
Ich bin jetzt Urbex. Ich sollte meinen eigenen Song machen. Ich gehe durch die Straßen bis zur Mitternacht. Ich trinke jeden Tag Kaffee, denn ich bin der Let's Urbex. Der Caddy rollt. Oh yeah. Geil. Hab das früher gern gemacht, aber ich mach das immer noch, denn Kaffee schmeckt einfach gut. So, könnt ihr demnächst bei Spotify hören. Puh, ganz schön am Arsch hier. Geht's nochmal bergauf. Oh, mein Caddy sehe ich schon. Strafzettel? Ja, ich habe einen Strafzettel bekommen, wa? Da hängt was in der Windschutzscheibe. Nein, Scherz. Ist nix. Was für ein Trip. Am Sonntagabend. Aber mehr gibt's hier auch nicht, oder Benjamin? Ich wüsste nix. Ja klar, ich wüsste noch was. Da könnten wir noch hinfahren, aber ist alles schon ein bisschen zu spät jetzt. Ich bin wieder angekommen. Mann, bin ich froh, dass ich meinen Caddy wieder sehe. Glaubt ihr mir das? Oh, hei, hei, hei. Wir müssen ja auch noch mit der Fähre rüberfahren. Ist das so gut? Habt ihr Licht? Jetzt nehme ich auch mal meine Tasche ab. Das tatsächlich mal eben so hinlegen. Aber ihr könnt mich noch hören, oder? Es ist so wenig Licht. Mache ich das noch mal eben an. Ich glaube, hier ist auch so ein Treffpunkt. Da vorne stehen wieder welche. Ich muss mal eben den Chat wieder aufmachen. Was? Ob der Hase noch da ist? Wieso? Wenn er tot ist, meinst du, er läuft wieder weg oder was? Hä? Warum soll ich denn gucken, ob der Hase noch da ist? Ich lauf doch nicht mit dem Hasen jetzt da wieder zurück. was ist mit dem Hochbunker? Ja, ich glaube Hochbunker, nee. Aber das ist auch schon ein bisschen zu spät. Ich will wieder mit der Fähre rüberfahren. Und ich glaube, das reicht für heute. Ja, nicht alles verballern, ne? Aber sonst ist hier auch gar nichts. Ton ist noch da, okay, perfekt. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, ich trinke noch einen Kaffee. Ich trinke noch einen Kaff. So. Ist ja schnell gemacht. Ich habe noch irgendwie Hunger. Piep. Komm, ein Kaffee muss noch sein. Wo ist denn der Stecker hier? Ja. Das war aber wieder eine Aktion heute hier. Mai, oh mai, oh mai, oh mai. Ich mag die Gegend eigentlich auch nicht so. Auch begründet, warum die Polizei hier so rumfährt. Wann fährt die letzte Fähre? Ja, die Fähre fährt wieso 24 Stunden. Aber ich glaube ab 23 Uhr oder so, da fährt die jede Stunde. Und jetzt hätte sie, glaube ich, alle 20 Minuten, glaube ich. Ich liebe es. Jetzt hat man
größeren Mülleimer dabei. Boah, ich nehme mir hier noch so einen Schambella-Kaffee. Hier, den kann ich euch empfehlen. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, wo es den gibt. Der hier, der ist cool. Also hier in der Gegend ist ja auch der U-Boot-Bunker, aber da waren wir ja schon mal gewesen, den habt ihr auch schon mal gesehen. Stefan, warum eigentlich Caddy und kein T-Bus? Ja, die Fragen habe ich doch auch schon mal tausendfach beantwortet. Warum? Kann ich euch sagen, warum? Weil ich ein Caddy-Fan bin, ich hatte ja immer schon einen Caddy gehabt, oder schon seit 10 Jahren. Ich habe ja davor den Caddy 2 gehabt. Und ich bin mit dem Caddy auch alleine unterwegs. Für mich reicht der vollkommen aus. Und ich finde, vom Spritverbrauch und ja, LKW-Zulassung, und der reicht für mich. Ich brauche keinen großen T5-Pulli. Wäre zwar cool zu sitzen da, aber ich baue mir das ja noch so hin, dass ich auch im Caddy sitzen kann. Aber ich wollte immer schon einen neueren Caddy haben und den Facelift. Was? Achso, er muss jetzt leider ins Bett. Alles da, gute Nacht. Ich muss mal ein Lied. Ich möchte von Bier und Kaffee. Ja, von Bier brauche ich ja kein Song machen. Wenn dann nur von Kaffee. Ich trinke ja nur Kaffee. Ihr kennt mich als Kaffee-Opa. Ja, aber Bier, wann habt ihr mich denn mal Bier trinken sehen? Ja, Jack und ich haben mal einmal auf dem Lost Place haben wir mal Bier getrunken im Livestream, glaube ich, ne? Bier trinke ich ganz selten, die Zeiten sind vorbei. Mal im Urlaub genüsslich mit Frau zusammen. Und wenn dann Radler, trinke ich lieber gerne von Gösser. Da gibt es ja bestimmt ein paar Fans, ne? Aber die Zeiten sind bei mir vorbei. Geht nichts über einen Kaffee, richtig. Dann lieber einen Kaffee. Wohnst du eigentlich noch in Oldenburg? Ich komme noch aus Oldenburg, ja. Wieso, habe ich mal was gesagt, dass ich umziehe oder so? Nee, ich wohne schon seit... Nee, seit meiner Geburt kann ich nicht sagen. Zwischenzeitlich habe ich mal in noch einem kleineren Dorf gewohnt, was eigentlich auch schon lost ist. Oh, Prost. Ist der Ton denn noch gut? Oder soll ich das lieber... Ich weiß nicht, wenn ich die Funkstrecke mal abmache, ja, und das jetzt hier an meine Jacke rantüdel, hört ihr das dann so? Oder geht das für euch? Ich versuche das immer vorsichtig anzufassen. Guck mal, Tubran, ich muss hier auch unbedingt mal meine Baileys reinpacken. Ich habe so viel Baileys von euch bekommen. Der ist hier standardmäßig hier noch gar nicht dabei. Oh. Ey, das ist einfach schön. Ne, Ton ist perfekt. Ne, ich meine nur, wenn ich das jetzt von der Tasche abmache und dann hier dran mache. Ob hier so ein Rascheln oder ist das so auf einmal so ein lauter Knall ist oder so, oder geht das für euch? Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich weiß gar nicht, meine Frau guckt bestimmt auch zu. Schöne Grüße an meine Frau, Mrs. Urbex, Mrs. Let's Urbex. kannst du mal WhatsApp schreiben, kriege ich gleich noch zu Hause was zu essen. Weil meine Frau war heute auch einen ganzen Tag unterwegs. Ich habe die gar nicht mehr gesehen, wo ich abgehauen bin. Oh, Sven, grüße dich. Ist vorsichtig genug. Ach so, mit der Funkstrecke meinst du? Ja, dann ist ja perfekt. Hast du eigentlich Gabi im Park getroffen? Wer ist Gabi? Gabi? Muss ich jetzt gerade überlegen. Gabi? Gabi?
Ich habe Günther gerade im Garten gesehen. Ich wollte ein bisschen klönen mit ihm, aber hier seid ihr jetzt da. Ja, leichtes Rascheln hört man. Ah, guck mal hier, siehst du? Bang. Meine Frau schreibt hier gerade. Ey. Schöne Grüße gehen an Blitzi raus. Blitzi schreibt mich gerade an. Nein, kriegst du nicht. Blitzi, Kuss auf die Nuss. Blitzi guckt dir auch noch meinen Livestream zu. Hast du das zufällig mitgekriegt, was ich vorhin gesagt habe? Dass du ein Schisser bist? Sorry, aber doch, wir sind, wenn wir immer unterwegs waren, ne, wir hatten auch immer ein bisschen Muffe, ne? Ey, ich habe doch gesehen, du hast was gegrillt, dann komme ich bei dir noch vorbei. Gibt's da noch was? Und meine Frau schreibt nicht, ich glaube, meine Frau guckt gar nicht mehr. Oh, in der Moody-Gruppe ist jetzt auch gerade schon wieder so viel los. Ich schreibe gerade mal meine Frau, hallo? Guckst du nicht mehr? Guckst du nicht mehr? War Blitz jetzt wieder zurückgeschrieben? Ja. Echt? Soll ich noch vorbeikommen? Krieg noch eine Bratwurst ab? Ja. Wäre jetzt aber ein Umweg, glaube ich, oder? Wir können uns ja irgendwo treffen. Dann gebe ich noch einen Kaffee aus. Blitzi. Hey, der war gut. Ich dachte, meine Frau hat geantwortet. Jetzt antwortet meine Frau, wa? Doch, bringe aber gerade die Kinder ins Bett. Ah, ja, die können sich ja selber ins Bett bringen. Die sind auch schon alt genug. Die sind auch schon groß genug. Gute Nacht, mein Sohnemann. Gute Nacht, Töchterchen. Gabi wartet im Park. Ja, lass sie doch warten da. Was soll ich mit Gabi? Ich habe eine Frau zu Hause, die heißt Jessica. Die wartet auch. Ah, ich muss noch hier solche Milchröhrchen essen. Ja. Die futter ich alle schon weg. Die waren eigentlich für die Tour gedacht. Weißt du, was ich mir... Das mache ich demnächst mal. Ich packe mir noch einen Wasserkocher ein. Jetzt was zu kochen ist nämlich blöd. Ich muss den Gaskocher hier anschließen und so. Das, ja. Aber wenn er mal in Sachsen ist, live, dann kannst du mal einen vorbeibringen. Wie? Ich bin kein Kaffee-Express. Ich bringe noch nicht jeden hier Kaffee vorbei. Gabi hat einen Schäferhund und den hat sie nicht ohne Grund. Hä, was laberst du da? Was redest du denn da jetzt mit deiner Gabi? Was hast du denn mit deiner Gabi? Ist es Gabi Köster oder? Zu essen habe ich so nicht. Die Dinger von gestern oder Rahm oder Bratkartoffeln oder so. Ja gut, okay. Ja, moin. Oh, da kommt wieder einer so ganz schnell angefahren. Ey, ich will eigentlich nur meinen Kaffee trinken. Ich will hier weg. Das ist so komisch. Das ist hier so komisch. Blitzi, mach die Bratwurst heiß. Fahr mit der Fähre eben rüber. Ich bleib so lange noch hier. Wie lange brauchst du? Aber das mit der Garage. Oh, warte mal. Ich kann mal Luca Bescheid sagen. Moin Luca, grüße dich, Bingo Bongo. Ich bin gerade in einer Stadt und ich war gerade da, wo wir waren, im Park und dann bei dieser Villa, wo in der Garage das Licht an war. Ich war gerade Livestream da, ich habe aber zum Livestream gesagt, dass wir das beide noch filmen wollen, die Villa. Ich bin nur zur Garage hingegangen. Die Garage war diesmal auf, ohne Scheiß. Ich bin jetzt gerade noch live hier am Ort, aber können wir ja nachher nochmal eben quatschen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal, da müssen wir nochmal gucken. Oder wir müssen zumindest zur Villa hin. Aber am Tag. Schöne Grüße hier von meinen Zuschauern. Bingo Bongo. Undown Explorer, mein ganz kurz. Mal gucken, vielleicht hört er das jetzt sogar ab. So. Oh, Tatsache, er ist sogar, oh, er schreibt gerade. Ich gucke deinen Livestream schon die ganze Zeit. Beste Grüße. Ah, okay. Das tut so gut, ne? So ein schön warm Kaffee. Ich brauchte echt noch einen Wasserkocher, dass ich mir mal so eine 5-Minuten-Terrine hier reinpfeifen kann.
Oder warte mal, ich hab doch was zu essen. Ich hab ja was zu essen. Ich hab was zu essen. Frikadellen, Cottbulla. Die kann man doch auch kalt essen, oder nicht? Ha. Ja. Und Nudelsalat habe ich doch. Ja. Besser kann es doch gar nicht laufen. Warum ist denn da keiner drauf gekommen? Jo, meld dich. Da machen wir noch eine Session draus. Grüße zurück. Alles klar, Luca. Siehst du, Blitzi, ich habe doch noch was gefunden. Aber du hättest mich bestimmt nur verarscht. Du hast bestimmt nichts mehr. Ich kenne dich. Du hast alles aufgegessen. Blitzi, ich kenne dich. Siehst du, jetzt wird sich hier noch eine schöne Nudel reingehauen, einen Kaffee getrunken, hier mitten irgendwo in der Pampa, wollte ich gerade sagen. Oh, mal gucken, wie der schmeckt. Das ist so, warte mal, soll ich euch das mal zeigen? Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, kennt jemand den hier? Das ist Nudelsalat mit Curry. Kennt ihn jemand? Habe ich auch noch nie gesehen. Oh, guten Appetit. Krieg wenigstens noch ein bisschen was im Magen. Oh, mh. Oh, geil. Boah. Mh. Mh. Oh, mh. Geil. Oh, der ist schön kalt. Na, ist Luca jetzt gerade im Chat? Ja, grüße dich, Luca. Hast du verpasst. Ich war bei der Garage. Aber ohne Scheiß, Luca. Wir hatten das genau das Problem heute, wie wir beide letztes Mal. Die Polizei ist aber heute viermal an mir vorbeigefahren. Und ein ganz komischer BMW-Fahrer. Das sah erst aus so Zivilfahrzeug. Der hatte rausgeguckt, ist gedreht, wieder an mir vorbeigefahren. Der hatte mich die ganze Zeit angeguckt. Oh, da ist Ananas drin. Mm. Der Salat ist mega. Oh, das ist richtig geil. Mm. Mal was ganz anderes. Das Original aus dem Spreewald. Ja, merkt man, da sind Spreewaldgurken drin. Oh, so eine Gurkenlimonade wäre auch noch geil. Spreewälder Gurkenlimonade. Mm. Habe ich wenigstens ein bisschen was im Magen. Sorry, dass ich ein bisschen schmatze. Mh, mh, mh. Das war was anderes als normaler Nudelsalat. Oh, der ist ja richtig geil. Oh, hier. Ich glaube, ich fordere jetzt den ganzen Pott auf. So, Frau, ich habe schon was zu essen. Blitzi. Mh. Mh. Das ist geil. Schöner kalter Salat und heißer Kaffee. Perfekte Mischung. Oh, tut das gut. Oh, was ich hier immer mache. Für einen Livestream. Kommst du gleich noch auf den Kaffee? Ja, ich fahre morgen auf Tour, Luca. Sonst wäre ich gerne noch... Ja, das ist aber ein bisschen weiter weg, ne? Das können wir ja dann nochmal ein andermal machen. Ich muss morgen nämlich ein bisschen früher raus. Guck mal, wieder ein BMW. Guckt aus dem Fenster. Ey, wenn man Hunger hat, dann muss man noch irgendwas essen, Leute. Manfred, guck mal, was macht er da? Der schläft bestimmt da. Der kocht da gerade Essen. Darf er das überhaupt? Mm.
gut zu hören. Ich komme aus der Dresden-Ecke. Kalter Salat und heißer Kaffee. Die Toilette freut sich. Mhm. Die Toilette muss das heute Abend noch mal spüren. Stimmt, da war Claudi mit dem Schäferhund. Alter, was hast du mit deinem Schäferhund? Was hast du mit deiner Claudi? Die fette Elke, das haben doch die Ärzte gesungen, oder? Oh, was ist das denn? Oh, ich habe auf Automatik. Ah, das ist auch blöd gemacht. Warum können die nicht einen schönen, ordentlichen Regler machen, dass man das an- und ausschalten kann? Man muss immer drauf gucken, das ist Auto. Und in der Mitte haben sie einen Off-Knopf, ne? So. Okay, ich habe auch eventuell noch etwas. Guck mal, ich passe mich gerade der Lage an. Mal gucken, wie das Licht jetzt über den Livestream rüberkommt. Was ist da denn jetzt los? Der hat aber ganz schön Verzögerung hier, Livestream, oder? Boah, jetzt sage ich erst die fette Elke. Stefan, dann viel Spaß bei der... Stefanie, dann viel Spaß bei der Arbeit. Stefanie? Okay, Stefanie. Ja, Stefanie, viel Spaß bei der Arbeit. Ist das ein Song? Claudi hat einen Schäferhund? Claudi hat einen Schäferhund. Warte mal, jetzt muss ich echt mal überlegen. Ey, ihr müsst mir gerade mal auf die Sprünge helfen. Ist das ein Lied? Die Toilette heißt Annette. Der Salat ist von Netto. Richtig. Geht auch zum Netto. BMW bei Mercedes weggeworfen. Den darf ich gar nicht essen. Was? Curry? Bist gegen Curry allergisch oder was? Das ist schlecht. Guten Abend, Stefan. Der Nudelsalat ist sehr lecker. Stefan, den holen wir uns auch immer bei Noma. Noma. Genau, das ist ja der auf der anderen Seite der Netto, ne? Da ist das Netto-Zeichen auch anders, glaube ich. Ne? Irgendwas mit dem Schwarzen. Wie war das noch? Bei uns ist es gelb mit einem roten und bei euch ist es irgendwie schwarz, ne? Schwarz mit so einem roten Zeichen oder wie war das nochmal? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, Ärzte kenne ich. Ärzte und die fette Elke, aber die mit der Claudia und mit dem Schäfer und da müsst ihr mir mal eben auf die Sprünge helfen. Das sagt mir gar nichts. Ist das auch ein Lied? Oder kommt das bei der fetten Elke vor? Claudi hat einen Schäferhund. Ey, ich komme da nicht drauf gerade. Hat die das auch gesungen? Keine Ahnung. Es hat vorhin kurz Schneeregen gehabt. Aber das wird durch den Regen später und morgen warm. Bis zu 10 Grad am Mittag. Es ist so Wahnsinn, oder? Wie warm das. Ich könnte jetzt Jacke ausziehen, ich kann hier so mit dem Hoodie stehen. Das ist unglaublich, oder? Der Hund ist schwarz bei Netto. Ja, genau. Ach genau, da ist ein Hund drauf, ne? Genau, ihr habt so einen Hund. Bei uns ist es ja gar nichts. Bei uns ist es einfach nur das gelbe, so ein gelber Hintergrund und da steht einfach nur Netto drauf. Aber der Hund, der ist schwarz auf einem roten Hintergrund, ne? Ihr habt ja extra nochmal so ein separates Logo. Und dann steht da, wenn ich im Osten war, auf Lost Place, dann waren wir auch immer da, haben Sachen gekauft. Wir zum Osten sagen immer Hundenetto. Echt? Okay. Hundenetto, das habe ich auch noch nie gehört. Dann hängst du hinterher mit dem Latenz.
Ja, haben wir ganz. YouTuber ist echt schlimm, ne? Mit Latenz so, Gegensatz zu Twitch, ne? Bei Twitch ist das gar nicht so schlimm, ne? Gute Nacht, Stefan. Gute Nacht, Leute. Geht ihr schon alle in die Haier? Ja, schon 22 Uhr. Ich muss mich auch auf die Socken machen. Auf die Socken. Daniel, sorry. Ich glaube, ich esse den zu Hause weiter. Aber es schmeckt echt geil. Vielleicht hat Frau auch noch Hunger. Oh, lecker. Kannst du so wegknistern. Lecker, lecker, lecker. Twitch ist 1:1 fast, ja. Ist echt so, ne? Netto und Kütternetto haben nichts miteinander zu tun. Sind zwei unterschiedliche Sachen. Kütternetto schwarz-gelb kommt ursprünglich aus Skandinavien. Hey, ich dachte, das sind beides Netto. Nur, dass er ein anderes Logo hat bei euch hier drüben. Bei euch drüben. So, im Osten. Nancy, nein, ich kann mir das bestimmt sagen. Werbung für Netto und Norma. Ja, sollte ich Geld für verlangen, oder? Jetzt machen wir hier richtig Schleichwerbung für den. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Aber darfst nicht so viel von essen, wenn du noch den Kaffee trinken willst. Oh. Wie Sie sehen, steht da gerade die Polizei mit Warnblinkanlage. Ist da gerade was passiert? Warte mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da vorne. Ne, kann man nicht sehen, ne? Ah, jetzt hat er auch wieder aufgehört. Aber steht da noch. Ha? Keine Ahnung. Oh, ich wollte gerade den Kühlschrank aufklappen, da wäre mein Handy jetzt mal weggeflogen. So, noch eine Frikadelle hinterher. Ah, hat die jemand schon mal gegessen hier? Genau, kann man auch essen. Müsste man vielleicht noch ein klein bisschen würzen oder so. Oder mit Ketchup. Aber schmeckt auch gut. Boah, muss ich bestimmt nachher fleißig auf den Pott gehen. Boah, ich vergesse schon wieder meinen Kaffee zu trinken. Ja, es gibt beide Nettos, haben aber nichts miteinander zu tun. Das rot-gelbe Netto war früher mal Plus. Ah, das war mal meiner Oma immer einkaufen. Aber Plus gibt's doch gar nicht mehr, oder? Oder war Plus bei euch auch wieder was anderes? Plus kenne ich ja noch. Ich glaube, das war Plus in Schwarz und oben war das so rot und unten war blau, ne? So Umrandung. Das kenne ich noch bei Plus. Oh, da muss ich mal euch einen Schnack aus meiner Jugend erzählen. Wir hatten damals im Ort, hatten wir auch Plus gehabt. Die haben nachts immer Ware gekriegt und haben das im Fahrstuhl gestellt. Und der Fahrstuhl war nicht abgeschlossen. Da haben wir eine ganze Palette Joghurt mit nach Hause genommen. Wir sind mit dem Rollwagen. Ja, ich war auch mal ein schlimmer Finger. Bin mit dem Rollwagen, sind wir durch den Ort gefahren und der war randvoll mit Pudding. Wenn sie den Fahrstuhl nicht zumachen, haben sie Pech gehabt. Wir hatten eine ganze Woche, wir hatten so viel Pudding gehabt. Jeden Tag haben wir Schokopudding gegessen. Und meine Mutter hat den Kühlschrank aufgemacht. Stefan, warum haben wir denn so viel Schokopudding? Das werde ich niemals vergessen. Ja, seitdem haben sie den Fahrstuhl auch immer abgeschlossen dann. Ja, man war ja auch mal jung, ne? Haben auch mal ein bisschen Blödsinn gemacht. Ist aber keiner zu Schaden gekommen. Außer Plus. Anzeige ist raus. War aber auch Pudding, das waren diese Schokoflocken-Dinger, diese großen. Ey, das ist auch überhaupt keinen aufgefallen, ne?
Wir fahren da durch einen Ort mit einem, richtig so einem, kennt ihr ja, diese Einkaufsrollwagen, wo man immer, ne, wo man ordentlich die Dings aufgestapelt hat da, die Lebensmittel. Und schiebt so ein Ding so mal durch den Ort, dass da keiner mal gefragt hatte, hä? Was habt ihr denn damit vor oder so? Nö. Sind damit in den Wald reingerollt, haben uns die aufgeteilt zu dritt. Ja, Aldi Süd und Aldi Nord kann ich ja auch. Hallo, mal was anderes. Gib mal wieder was mit Jack und Kätzchen. Ich weiß nicht, kann man das sagen? Ja, also Jack und ich haben heute gequatscht, ne? Also sein Sprinter muckt ja so gerade ein bisschen rum. Und wir wollen auf jeden Fall wieder los, ne? Also dieses Jahr wird das aber wahrscheinlich nichts mehr. Also nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall wieder los. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ah, das müsst ihr Jack selber fragen. Kätzchen studiert ja gerade. Und ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Das müsst ihr mal mit Jack, wenn er mal live macht, oder fragt ihn auf Instagram. Oder wir erzählen das in einem Video dann, ne? Aber wir haben gerade heute gequatscht, ne? Sein Sprinter hat noch ein bisschen Probleme. Aber 80%. Ja. Schleichi, schleichi, schleichi. Die Plusmärkte gehörten eins Tangelmann. Oh, Tangelmann kenne ich auch. Tangelmann gab es in Wildeshausen. Aber von Tangelmann gab es nicht viele Geschäfte hier bei uns. Turan, Stefan, ist wer einer von der ganz üblen Sorte? Ja, weil ich Pudding geklaut habe bei Plus. Ja, ganz schlimmer Finger. Ich hatte auch damals ein Kumpel, das war ein Klassenkamerad. Damals gab es auch Eurospar noch, ne? Die haben hinten so einen ganz großen Gitter-Dings gehabt, wo sie die Leergutkisten hingestapelt haben. Und da ist mein Schulkamerad ist da mit der Mofa und mit dem Anhänger ist er da hingefahren und hat die Kisten geklaut. Und ist am nächsten Tag hingefahren und hat die wieder hingebrannt, um zum Einlösen. Und der Kassierer, der kommt mir doch so bekannt vor, die Kisten. Weil der hatte die markiert. Der hatte diese orangen Eurospar-Aufkleber hinten drauf gemacht. Hä? Hat er sich erst nichts bei gedacht. Und dann ist mein Kumpel nochmal hingefahren. Der ist ja, glaube ich, dreimal mit der Mofa hingefahren und hat alle hingebracht. Und dann hat das beim Verkäufer erstmal Klick gemacht und dann hat er die Kisten gezählt, die er gerade hingebracht hat. Hm, komisch. Genau die Kisten, ne, die du gerade hergebracht hast, genau die haben seit gestern gefehlt. Ja, Polizei eingeschaltet, Anzeige. Wie kann man denn so doof sein, oder? Oh Mann. So, das war ein Schnack aus meiner Jugend. Das waren auch die wilden Mofa-Zeiten damals. Ja, damals. Schon 30 Jahre her. Hammer. Immer mit der Mofa rumgefahren. Man. Stefan hat einen Platten direkt vor der Eisdiele. Boom. Alle Kumpels lachen sich scheckig. Alle bei der Eisdiele. Ja gut, so. Kussi, mein Großer. Und ihr seid auch ein geiles Top-Team, Jack und Stefan. Ja. Warum geht da hinten bei den Toren immer das Licht an und aus? Da ist ein Bewegungsmelder. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen dem Laub oder so, dass es immer an und aus geht. Nabin zusammen. Ist im Pudding. Was? Ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding, ist im Pudding. Hä, was soll das denn? Klaus, Annette und Klaus, falls ihr mehrere Nachrichten in Kürze schreibt, wird es geblockt nach 60 Sekunden. Ah, ich versuche mal zu lesen jetzt hier. Annette und Klaus. Ja, dann
stimmte Stefan. Naja, nun mal so trotzdem ärgernd wie uns, aber es ist ja so in Ordnung. Habe ich jetzt gerade nicht den Dings, worum es da gerade... Ich kann das jetzt auch mal eben löschen oben, genau. Ja, da stimmt Stefan. Jetzt fährt das Auto erst im Livestream vorbei. Hammer. Toller Schnack. Ja, ne? Der Slow Chat ist aktiviert, damit Stefan besser den Chat ein... Ja, ja, wir haben den auf 60 Sekunden gestellt, sonst raschelt der Chat hier so durch, ne? Erzähl mal mehr von früher. Ah, da können wir mal machen, wenn ich mal Twitch online bin. Oder wenn ich vielleicht, wenn ich jetzt hier, wenn ich auf Tour bin, vielleicht mache ich dann auch abends mal nochmal. Wird ja mal so schnell dunkel abends jetzt. Vielleicht kann ich die Woche nochmal Livestream machen. Aber so viel gibt's gar nicht. Ich war immer ein braver Junge. Ich war immer ganz artig. Ich war Musterknabe. Musterschüler. Da hinten ist auch irgendwas los. Da stehen jetzt so 4-5 Autos da. War auch gerade mal ein bisschen lauter da. Ach, ich kann ja mal eben ganz kurz gucken, wie steht es hier überhaupt mit dem Akku. Wir haben immer noch 100%. Und die Funkstrecke? Oh, die macht schon ein bisschen schlapp. Aber ich habe die auch eigentlich angeschlossen. Warte mal eben ganz kurz, Leute. Geht gleich weiter. Achso, nee, der lädt ja. Oh. Passt ja. Was hast du für ein Handy? Welches? Das oder das? Das ist ein Google Pixel 6a und das ist ein Huawei. Aber weiß ich jetzt gar nicht mehr. Huawei. Pff, irgendeine Zahl. Pro. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Keine Nacht im Knast. Keine Nacht im Knast? Nee, wieso? Wieso soll ich in den Knast? Hä? Oder meinst du den Lost Place Knast hier in der Gegend? Haha, ob das deine Eltern bestätigen können? Ja, die sind ja Gott sei Dank nicht hier. So, Stefan W., ist jetzt mal gut mit deinen Sprüchen da, ne? Glaube ich irgendwie jetzt. Es ist mal gut jetzt. Wir haben es alle jetzt irgendwie verstanden mit deinem... Hi, Grüße aus Freiburg. Warst du heute unterwegs? Wo warst du heute unterwegs? Ja, habt ihr ja gesehen, im Livestream war ich hier unterwegs, ne? Und sonst war ich zu Hause. Hallo Nachbar aus dem Sauerland. Komme aus Raum... Ach so, du meinst jemand anders, wollte gerade sagen, ich bin auch gar nicht dein Nachbar, Oldenburg. Guten Abend, viele Grüße aus Oldenburg. Ah, da haben wir einen Oldenburger hier. Haben wir hier noch welche aus Oldenburg? Oder Umgebung? Timo ist ja so lang aufgenommen. Hin. Was? Timo ist so lang... Zeit, dass ein Urbex-Phone rauskommt. Wann gehst du mal mit Felix auf Tour? Tatsächlich habe ich das auch im Video gesagt. Guck dir gar nicht meine Videos. habe ich doch gesagt. Ich wollte übernächste Woche fahre ich mit Felix auf Tour. Wenn das klappt. Wenn nichts wieder dazwischen kommt. Nee, hatten wir eigentlich vorgehabt. Wie kalt ist es bei dir? Oh, 4 Grad. Das waren früher schöne Zeiten. Boah, jetzt habe ich gerade Schluck auf von dem... Oh, Wesermarsch kommt hier. Essen. Ich bin Oldenburg aufgewachsen. Oh. Das ist Oldenburg hier in Niedersachsen? Oder gibt ja zwei, ne? Gibt es ja oben Schleswig-Holstein gibt es in Oldenburg und hier im Niedersachsen. Aus Vechta, wow. Aus Vechta auch, Oldenburg. Ja, viele hier aus Oldenburg, wa?
Mit dem PC kann man OBS streamen und Recording gleichzeitig, ja. Ja, aber der Livestream wird ja eh aufgenommen. Das gibst du ja im Dashboard ein. Aus Elsfleth. Grüße aus Jena. Gute Nacht euch allen. Bist du in Oldenburg geboren? Nein, ich bin tatsächlich nicht in Oldenburg geboren. Ich wäre gern ein waschechter Oldenburger. Ich bin leider in Delmdattel geboren. Ich komme gebürtig aus Delmenhorst. Haben wir hier welche aus Delmhorst, bevor ich was Falsches sage? Nee, Delmhorst ist nicht gerade meine Lieblingsstadt. Komm nach Nordrhein-Westfalen. Nö. Warum? Komm nach Niedersachsen. Nee, bleib da. Aber ich war ja schon so oft in Nordrhein-Westfalen, ich war schon im Sauerland, ich war eigentlich in jedem Bundesland hier Lost Place technisch unterwegs. War auch schon, aber so den Osten, so da, so die Richtung, da habe ich noch nicht so viel abgeklappert. Da müsste ich auch irgendwann nochmal hin. Ich wollte auch nochmal ganz gern mit Urbex Flo und Urbex Michi, wollte ich nochmal nach Polen und Tschechien nochmal so darunter. Das will ich auch nächstes Jahr vielleicht nochmal in Angriff nehmen. Das wäre auch vielleicht nochmal interessant. So, ich bin fertig. Das hat mit dem Kaffee noch gereicht, der ist schon kalt geworden. So, Wechsellichter aus, sonst ist der platt. Oh, 59% habe ich noch. Da wird die Küche wieder eingerollt. Wie alles ausgemacht? Die Wechselrichter ausgemacht? Ja, ne? Ja, habe ich doch. Muss ich mal gucken. Ich muss mir hier unbedingt noch so einen Winkelstecker ranmachen. Dann brauche ich den Stecker nicht immer rein und raus machen. So. Bumm. Licht aus. Ja, da würde ich sagen, ich muss ja jetzt noch mit der Fähre rüber, ne? Ich würde ganz gerne eben die App wechseln und ich würde das Ganze jetzt eben auf Twitch machen. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. War auf jeden Fall wieder super lustig. War sehr spannend wieder. Und wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Location am Start. Kann jetzt aber noch nicht sagen, wann ich wieder online bin. Ich versuche die Woche vielleicht nochmal im Online zu kommen. Ich wohne in Deutschland, haha. Ja, haha. Du kannst ja auch in Österreich wohnen, kannst ja auch in der Schweiz wohnen. Also ich wohne auf jeden Fall in Stefanhausen, im Stefanland. Gerne und bis gleich auf Twitch. Wünsche dir eine gute Heimreise und gute Nacht. Ja, danke schön. Gute Nacht. Och nö, scheiß Twitch. Ja, ist nun mal so. Aber dafür warst du ja auf YouTube mit dabei. Nee, weil ich muss mal eben ganz kurz meine App wechseln. Und so langsam wird es auch ein klein bisschen kalt. So, schönen Abend, gute Nacht. Oh, schade, kann ich nicht schauen. Warum könnt ihr das denn nicht schauen? Also, verstehe ich nicht. Ist doch nichts anderes wie YouTube auch. Ja, war lustig. Und grüß Gabi. Ja, ich grüß Gabi. Gabi, schöne Grüße von den Zuschauern. Yay! Oh, habt ihr Gabi gehört? Oh, da war der Schäferhund. Komm gut nach Hause, alles klar. Also, nach Twitch, der Link ist unten im Video. Nee, den Twitch, Daniel, kannst du, oder Modis, haut mal den Twitch-Link rein. Wir waren vorhin auch bei Twitch. So richtig schön viele Leute waren da vorhin. Also ich weiß nicht, warum das bei manchen Leuten nicht klappt oder so. Ich finde Twitch gleich mal ein bisschen angenehmer, weil ich da die Kamera drehen kann. Sonst muss ich die immer hin und her bauen, wenn ich gleich mit der Fähre rüberfahre. Weil da muss ich nochmal bei der App nachschauen, warum die das nicht macht. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich musste das Handy vorhin einmal drehen.
Also von meinem Stativ rausmachen und das Handy komplett drehen. Aber normal, und mit der anderen App, da brauche ich das nicht machen, weil die sich automatisch mitdreht. Habe ich eigentlich gedacht, das macht die auch. Genau, da ist der Link. Ab ist noch nicht installiert. Da wird es aber Zeit. Installieren. Ich bin ja auch öfters mal auf Twitch, ne? Auf nach Twitch. Gute Nacht, bis dann. Genau. Wie hat euch übrigens das Video heute gefallen, wo ich mit David unterwegs war? Mittwoch kommt nochmal was Witziges. War ich auch noch mit David unterwegs. Ich sag nur wieder, guckst du hier, guckst du da? Wir waren nur am Lachen. Also das Mittwoch wird auch ein gutes Video. Gute Heimfahrt, Dankeschön. Stefan, wie war dein Tag? Wie war mein Tag? Warum stellt ihr mir solche Fragen? Wie war mein Tag? Siehst du ja, ich habe Livestream gemacht. Heute Morgen habe ich ein bisschen Sachen vorbereitet und das war mein Tag. Gefrühstückt noch. War noch auf dem Pott. Soll ich dir jetzt erzählen, wie oft ich auf dem Pott war? Nein. Ganz stinknormaler Sonntag so. Ich folge dir auf Twitch. Perfekt. Video ist super. Gibt es noch ein Großprojekt? Sowas wie Katakomben, meinst du? Ist nichts geplant. Also für nächstes Jahr ist eigentlich überhaupt gar nichts geplant. Gar nichts geplant. Auch keine Projekte, gar nichts. Erstmal das Jahr rumkriegen. Und ein Projekt habe ich, aber das ist kein großes Projekt, ein Projekt habe ich noch mit David vor. Das wollten wir eigentlich schon starten, aber das Wetter hat nicht so mitgespielt und dann hatte er keine Zeit gehabt. Aber wir haben jetzt schon die Sachen alle besorgt. Steht in der Garage, bei ihm steht auch was in der Garage. Hab noch was organisiert dafür. Wir waren unterwegs, haben was gekauft. Und ja, genau, ich habe bei eBay Kleinanzeiger was besorgt, er auch. Und genau, aber da lasst euch überraschen. Wird auch lustig, freue ich mich schon drauf. Wir sind eigentlich voll heiß, das zu starten. Ich kann nur sagen, hat auch wieder was mit Schlauchboot zu tun. David und ich waren ja auf dem Steinhuder Meer. Wir wollten unbedingt Oktober wieder rauf. Wir haben auch wegen, das ist ja von, bis Ende Oktober geht das ja. Dann darfst du da halt leider nicht mehr drauf, wegen Naturschutz und all so ein Kram. Und wir haben versucht, eine Genehmigung zu kriegen, ging aber nicht. Aber die gute Nachricht, das kann ich euch sagen, wir haben das Hotel, hätten wir da auf der Insel gekriegt. Aber genau, konnten wir nicht nehmen, weil das wettertechnisch nicht ging und dann war der Oktober leider schon rum. Gute Heimfahrt und gute Nacht, Let's Urbex. Schöne Grüße aus Mannheim, Dankeschön. Ja, war wieder voll, die Vandale, dort Twitch installiere ich mir die Woche. Okay, alles klar. Warst du auch schon in Sachsen-Anhalt? Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich war schon in jedem Bundesland. Hier in Deutschland. In jedem Bundesland. Auf Lost Place Tour. Kann man dich begleiten in die Lost Place? In die Lost Place? Nee, kann man. Also es geht leider nicht. Ich habe ja so meine Leute, Jack, David, Felix, Luca, Dirk, mit wem bin ich denn noch so unterwegs? Nee, das sind so meine Leute, mit denen ich immer losfahre. Und ich kriege so viele Zuschaueranfragen. Es geht halt einfach nicht. Es geht nicht. Es wird auch zu viel. Und wenn ich jetzt immer Zuschauer mitnehme oder so, dann komme ich selber nicht zu meinen eigenen Sachen. Das dürft ihr mir nicht böse nehmen. Und ich fühle mich halt geschmeichelt, dass ihr mir auch gerne mit mir mal auf Lost Place Tour fahren wollt. Aber ja, ich fahre halt mit meinen Kumpels und ja, wir hatten das Thema ja schon mal gehabt. Ich war mit einer Zuschauerin unterwegs, die wurde erwischt und das war halt immer ein bisschen blöd. Und ich muss mich auch ein bisschen drauf verlassen können, wenn wir da in so einer Location unterwegs sind. Nicht, dass einer wegrennt und ich stehe da blöd rum. Und ja, das, wie gesagt, wir hatten den Fall ja schon gehabt. Deswegen möchte ich nicht mit Zuschauern losfahren. Und ich sag mir ja immer, fahrt doch einfach selber los. Schnappt eure Kamera, Fotoapparat, fahrt los oder ja. Mit Kumpels oder so, ne? Aber mit Zuschauern
muss ich leider immer Nein sagen. Warum bist du dieses Jahr nicht beim Winterbiwak dabei? Hatte ich auch schon beantwortet im Video. Einfach mal mein Video gucken. Wie hieß denn da nochmal der Titel? Wie hieß denn der Titel da? Ja, Pechvogel auf jeden Fall. Pechvogel steht im Thumbnail, also im Bild. Also ich bin dieses Jahr nicht auf dem Winterbiwak dabei, weil ich im Dezember mehr für die Familie da sein möchte. Ich muss ein paar Sachen im Haus machen, habe ich ja gesagt. Mein Vater war ein bisschen oder ist krank. Ich habe ihn viel zu Ärzten hingefahren und wir wollen halt was unternehmen. Wir sind Weihnachten weg, wollen versuchen, Weihnachten wegzufahren, auch noch davor noch mal wegzufahren mit der Familie. Halt, Dezember ist halt ein bisschen Familie eingeplant. So, genau. Das hat auch gar nichts mehr so mit dem Winterbiwak zu tun. Ich weiß natürlich, ich war mit Felix aber auch los. Wir haben die Technik da organisiert, weil ich ja sonst immer für die Technik immer zuständig war. Die haben jetzt aber einen Top-Techniker da. Die haben das Equipment wieder von Hubert Technik aus großen Kneten. Auch richtig geil. Und die haben da einen Top-Mann jetzt in der Hand. Und ja, das wird richtig geil. Also ich weiß das ja schon, was da alles gemacht wird und so. Das wird auf jeden Fall richtig mega cool. Und ich hoffe, ihr als Community seid auch mit dabei. Und ja, spendet ordentlich für eine gute Sache. Und ja, genau. Ich bin diesmal ein bisschen raus. Kann man auch ein bisschen Mimimi machen. Das war letztes Jahr auch, ich war krank. Ich war ein bisschen krank. Und ich war schon vorher schon angeschlagen gewesen. Und da war natürlich auch, da hatte Luca mich nachts noch aus meinem Caddy geweckt, falls ihr die Szene noch gesehen habt. Da habe ich nur 2 Stunden geschlafen und ja, ich habe mir, das war halt ein bisschen zu viel für mich gewesen, weil ich schon angeschlagen war, krank war und ja, ist ja auch nicht gerade, ne, also Winterbiwak halt, ne, sagt ja der Name schon. Wir könnten eigentlich mal einen Sommerbiwak machen. Ich wäre auch gerne mit kurzer Hose gerne dabei und dann, dass man in den See reinspringt. Nee, aber es ist ein bisschen mehr Familie angesagt, genau. Und ich habe ein bisschen zu tun im Haus. Ich muss endlich mal mein Glasfaserkabel legen, was einfach im Flur jetzt so auf der Treppe so rumliegt da. Muss ich endlich mal die Löcher bohren. Und genau. Aber ich denke mal, ihr seid alle mit dabei und das zählt. Ne? Und dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich will auch mit Stefan ein Lost Place erkunden und Kaffee trinken. Tubran, ja. Ja, du hast ja schon mal Berkant und Leon getroffen, ne? Da hast du ja auch schon mal einen Kaffee getrunken. Kommst du auch mal nach Leipzig, Stefan? Ich war schon in Leipzig. Da waren wir schon auf Lost Place Tour. Und schon wieder Werbung. Ja gut, habe ich ja gesagt, alle 30 Minuten kommt auch mal Werbung. Ist besser so, bin nur alleine unterwegs. Ja gut, ich fahre aber auch gerne alleine unterwegs, ne? Zum Beispiel jetzt hier Livestream bin ich auch alleine unterwegs, ne? Oder eben halt auf Lost Place Tour. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Süddeutschland Tour, wo ich mal auch andere Sachen gemacht habe. Und das finde ich halt richtig cool von euch, dass ihr auch das gerne guckt, ne? Weil ich finde nur Lost Place, die ganze Zeit nur Lost Place, finde ich dann auch schon wieder langweilig. Und ich bin ja Abenteurer. Hier mit dem Caddy loszufahren, so auch andere Sachen zu machen, wandern, das will ich nächstes Jahr auch ein bisschen mehr machen. Schlauchboot-Tour und was habe ich noch gemacht? Ja, hier, wo ich nach Chiemsee hingepaddelt bin und dann zu der Krautinsel. Einfach mal alleine so, auch für mich unterwegs zu sein, macht auch Spaß. Natürlich mag ich auch lieber mit Freunden loszufahren, dass man noch jemanden hat zum Quatschen oder gerade auch bei Lost Space ist das ja immer so ein bisschen. Aber ich mag auch ganz gerne mal alleine unterwegs fahren. Morgen zum Beispiel, also morgen tritt ich die Reise auch an, Lost Place technisch. Und da bin ich auch ein bisschen allein unterwegs. Ich werde mich aber morgen noch mit jemandem treffen, jemandin, die auch in den Katakomben mit dabei war. Vielleicht Montag oder Dienstag, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch einen Livestream, muss ich mal gucken, kann ich noch nicht versprechen. Genau, ja, Familie ist sehr wichtig. Es ist gerade halt so mit meinem Vater und genau. Ich bin immer mit meinem Besten unterwegs, allein, weil immer POUs mache auf Lost Place, da bin ich allein
Zu feige. Ah, okay. Moin moin in die Runde. Super Sache, freue mich drauf. Ab auf in den Sauerland. Höhenflug. Na, Höhenflug mache ich ja schon so. Ich fliege ja so schon ein paar Mal auf die Schnauze. Habt ihr ja vorhin gesehen. Das ist für mich schon dann der Höhenflug. So Leute, es wird ein bisschen kalt. Wenn man jetzt so rumsteht, wird es kalt. Ich würde jetzt ganz gerne den Livestream beenden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön dir auch. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gesehen, ob Donates reinkamen. Danke für die Donates, sage ich auf jeden Fall. Danke für die Kanalmitgliedschaft, habe ich auf jeden Fall heute ganz viele gesehen. Ich wollte gerade Bits sagen, ne? Die gibt es ja nur bei Twitch. Aber da habt ihr vorhin auch fleißig Bits reingeschmissen. Danke da auch nochmal. Und ich hoffe, ich sehe jetzt noch ganz viele Leute auf Twitch. Dann fahren wir noch mit der Fähre rüber. Ich muss jetzt gucken. 22.42 Uhr. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt noch 40 Minuten da warten, bis ich die nächste Fähre kriege. Ja, müssen wir gucken. Okay, dann schalte ich jetzt aus. Bingo Bongo. Und wir sehen uns zum nächsten Livestream. Die Tage bestimmt. Und wünsche euch einen guten Wochenstart vor allen Dingen. Gute Nacht, Leute. Caddy sagt auch nochmal gute Nacht. So, und ich bin raus. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao, Bingo Bongo.